Cookies, Comic Cookies, lecker. Das sind die Comic Cookies mit der Episode 71. 71. 71. Mit der Kati, dem Leger Legende und mir, dem Steffen. Hallo. Hallo Steffen. Hallo, hallo Steffen. Auch da. Was geht's denn heute? Heute ist die Musical-Folge. Wie man schon am Intro gemerkt hat. Ne? Wie man schon am Intro gemerkt hat. So, die ersten Hörer sind weg. Jetzt darfst du die Wahrheit sagen. So, für alle, die jetzt noch zuhören. Heute geht's um Merchandise. Aha. Ja. Das haben wir ja alle bei... Das haben wir ja alle. Das haben wir ja alle. Das haben wir ja alle. Das sind wir bei. So, das wollte ich noch. So, das war's auch schon wieder. War eine schöne Episode. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schreibt in die Kommentare. Nein. Bevor wir so richtig loslegen mit unserem Hauptthema heute, wollte ich mal die Gäste am Tisch, naja, du bist ja schon fast kein Gast mehr, aber die Gästin am Tisch mal ein bisschen näher vorstellen, und zwar: Was sind denn deine Lieblingscomics? Also Steffen, immer diese unvorbereiteten Fragen. Ja, also meine Lieblingscomics, auch wenn man das jetzt nicht denkt, ich bin jetzt von niemandem hier am Tisch bestochen worden, aber Bone gehört auf jeden Fall zu meinen Lieblingscomics. Das möchte ich an dieser Stelle auch aus freien Stücken. Der Hörer sieht nicht, dass Kadi gerade eine Waffe auf die Stirn gerichtet bekommt. Ja, also das gehört auf jeden Fall dazu. Der Leger-Legende immer mit dem Messer schnipst. Ja, immer diese Drohungen. Ja. Brumm, brumm. Ja, jeder hier wird genötigt zu sagen, dass Bone ein ganz toller Comic ist. Aber ist ja, ich finde es auch toll. Ich habe es zwar noch nie gelesen, aber ich finde es auch toll. Steffen, du musst es toll finden. Ja. Du musst es schon vom Eindruck von dieser Aura, die du hier spürst. Auf jeden Fall, ja. Die Doch, nein, es ist wirklich toll. Ich kann es dir an dieser Stelle auch nochmal ans Herz legen. Mhm. Ja, dann wurde mir gesagt, dass ich auch über Comic-Strips oder beziehungsweise Comic-Strips an der Stelle erwähnen darf. Deshalb sage ich jetzt auf jeden Fall Garfield, ja, weil Garfield ist auf jeden Fall eins meiner Favoriten, so auch noch aus der Kindheit. Das muss man an der Stelle erwähnen dürfen. Ja, das muss man ja mal noch erwähnen. Das muss man ja wohl noch sagen dürfen. Das wird man ja wohl Und sagen, dann möchte ich dann an dieser Stelle, weil ja alle guten Dinge drei sind, noch etwas aus dem deutschsprachigen Raum anführen. Ja. Und zwar ist es Ferdinand, der Reporterhund. Das ist ein Comic, der Zielgruppe Kinder zwar eher anspricht, aber genau aus diesem Grund ist das ja für mich auch sehr interessant. und das kann ich auch empfehlen, weil es ist wirklich sehr, zum einen sehr schön gezeichnet und es ist auch wirklich sehr lustig und sehr, sehr unterhaltsam. Von Flix und von Ralf Ute. Genau. Genau. Mhm. Den Leger-Legende frage ich jetzt nicht nach seinen Lieblingscomics, weil sonst hätte man einen Doppler drin. Ja, aber ich mag den Reporter und auch sehr gerne. Dann hätte ich gerade zwei Doppler drin. Auf den wollte jetzt niemand hinaus. Ach so. Was hast du, was ist denn das Comic, was du am meisten gelesen hast? Ja, also im Vergleich zur vorletzten Episode ist dann auch wieder ein Doppler. Ich glaube, am meisten gelesen, am häufigsten gelesen, immer wieder gelesen, ist wahrscheinlich dann auch Clever and Smart. Das liegt nur so lange zurück, dass in der Zwischenzeit viel anderes passiert ist, aber früher habe ich die sehr, sehr, sehr oft gelesen. Na. Nein, den Wortwitz bringen wir jetzt nicht. Oh, Steffen. Ach so, ja. Hm. Ihn nicht zu bringen, was ist allerdings... nicht wissen.
Ja, es ist ja manchmal clever und smart, dass man das auch zweimal liest. Ja, das ist oder mehrfach. Das ist es. So, habe ich mal nicht wollte getan. Vielen Dank. Ja. Es gab halt mal eine Zeit, da hat man das, was man sich gekauft hat, so geliebt und wertgeschätzt und auch gar nicht am nächsten Tag schon wieder das nächste gehabt. Da hat man die Sachen einfach eh öfters gelesen. Also wann war denn das in den 40er Jahren? Ja. Man hatte ja früher nichts. Man hatte ja früher nichts. Also auch die Peanuts habe ich sehr oft gelesen, wenn Comicstrips auch erlaubt sind, sie zu erwähnen. Ja, sind sie. Und was ich ja auch vorletztes Mal gesagt habe, ist ja, dass ich auch, was habe ich denn da gesagt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich darauf hinaus, dass ich auch, dass ich Fantasy und Funny mag und beides gemischt ist sehr schön, bla bla bla, Mann, was hat er jetzt letztes Mal gelabert? Also Fantasy. Fantasy. Und früher habe ich auch Landfäust von Treue für mich entdeckt, einfach weil da ein bisschen moderner gezeichnet lustige Fantasy-Geschichten kamen. Mhm. Und das war halt auch ein sehr schöner Comic, der jetzt gerade wieder bei Splitter neues Revival hat, neu koloriert, neu am Start, monatlich das Ding wieder neu rausgebracht. In Hardcover mit Bonusmaterial, cool. Ist fast so wie bei Clever and Smart. Liegt eine Weile zurück, dass man es selbst gelesen hat, obwohl man es früher so oft gelesen hat und so geliebt hat. Ich glaube, auch Landfäust kommt jetzt genau im richtigen Moment wieder neu aufgelebt. Ja, so eine kleine Retro-Welle, ne? Was Comics angeht. Zumindest in dem Bereich, den ich lese, ja. Und da ist Landfäust auch von mir sehr oft gelesen worden. Unter den neueren Sachen, also nicht ganz neu aktuell, jahresaktuell, aber nach Bone ist ja irgendwann mal Wrestle gekommen, so ein Sci-Fi-Noir. Das ist ja erst in 15 Heften veröffentlicht worden, dann ein Heft und dann nochmal ein Heft und nochmal ein Heft kam. Und nach 15 Heften war die Geschichte vollständig, die heutzutage jeder in einem Buch am Stück lesen kann. Die Hefte, die da erschienen waren, bis endlich das nächste kam. Und da war dann das eine Heft auch so interessantes Kapitel für sich. Die habe ich auch sehr oft gelesen. Wrestle von Jeff Smith. Allerdings habe ich dich ja neulich angesprochen erst. Du weißt, dass ich das nicht mag. Ja. Und vielleicht kann man das ja hier in diesem öffentlichen Raum auch nochmal thematisieren, ob man das dann wirklich Landfäust ausspricht. Ach so, ja, stimmt. Also ich bin ja ein deutscher Dorfbahnhauser. Wie spricht man es denn aus? Es ist ein Comic, der aus Frankreich kommt. Das ist die Idee, dass es eventuell L'Enfeu. L'Enfeu. Heißt L'Enfeu, ja. L'Enfeu. Also die Franzosen unter uns. L'Enfeu, petit peu. Trois. Von Trois. Weiß nicht, wie sagt man treu auf Französisch? De la Trois. Nee, treu könnte ich schon so ungefähr ausgesprochen werden. Wahrscheinlich. Trois. Jetzt wird's albern. Benjamin de Blümchen. Trö. Ja. Lassen wir das. Wie kam ich da jetzt drauf? Albern. Auch sehr oft gehört, ist heute unserem Thema, ist ja Hörspiele, Podcast, habe ich Benjamin Blümchen. Töre. Ja. Jetzt sind wir Abgeschwiffen. Jetzt sind wir abgeschwiffen. Abgerutscht, ja. Was wollte ich denn jetzt noch fragen? Was ist denn das Comic, was du sagen würdest, was dir 2017 am meisten imponiert hat? 2017, das war letztes Jahr. Jetzt kommt nämlich wieder die Überraschung. Oh, nee, ja, jetzt. Ich weiß gar nicht, ob es 2016 oder 2017 war, aber ein Comic, mit dem ich mich am meisten beschäftigt habe, mit Lesen, Hintergrundinformationen lesen, drüber lesen, nochmal wieder rausziehen. Clever and Smart. Ja, Ende 2017. Ja, das stimmt aber wirklich. Ab November 2017 war es Clever and Smart. Ich glaube, November war das. Nee, wahrscheinlich schon Oktober. Also ab Herbst 2017 war es eindeutig Clever and Smart und ich meine, davor war mein Hauptthema noch Department Age, kann man sagen, also Depth. Oder war das 2016? Auch wieder eine Frage. Wie spricht ja. Das Comic schreibt, genau? Schreibt es in die Kommentare. Ja. Schreiben, wie man es ausspricht. Genau, bitte helft uns. Ja. Lautschrift. Das ist ja auch das Gute, dass einen die Zuhörer da auch ein wenig unterstützen können. Ja. Was hatte ich denn vor Clever and Smart als Hauptcomic-Thema? Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. 2017? Alles weg. Also 2016, das Album, was ich überraschenderweise am meisten gehört habe, war dann doch das Billy Idol-Ding. Gehört. Das Album, ja. Ja, und ja, was das ich? Hat aber jetzt wieder wenig mit Comics zu tun. Das war gar nicht gefragt. Na gut. Nee, wir sind ja bei der Musical. Ja. Es soll ja von Billy Idol auch ein Musical geben. Das weiß noch nicht mal der Billy Idol, aber. Und ein Comic. Und ein Comic, ja. Ja. Vom Falco gibt es auch einen Comic.
Hat man ja schon mal. Und eine Merchandise-Serie. Und wir wieder aufs eigentliche Thema zurück. Ah, Merchandise. Oh je, was habe ich alles von Falco gesammelt? Da hattest du ja schon mal ein bisschen was erzählt in einer der früheren Episoden, dass du von Falco so viel gesammelt hattest. Ja, jetzt ist aber Falco nicht das einzige Sammelgebiet, was man dann, gerade wenn man Comic-Fan ist. Ja, man kann auch im Comic-Bereich Merchandise sammeln. Mhm. Da hast du gerade schon was Interessantes gesagt. Eben. Im Off. Im Off. Als das Band noch nicht lief. Ja, von Off Elektriker Salsa und dass man Step früher Step so viel, so gerne. Ach so, ja, um einen Einstieg zu schaffen. Ja. Ich brauchte auch gar keine Stichworte oder sowas. Boah. Das fällt mir jetzt spontan ein. Das fällt ihm zu. Ja, du da. Wir brauchen eine Soufflöse. Soufflöse. ja, also bewerbt euch jetzt als Podcast-Soufflöse. Ja. Hier gibt es viel zu tun. Eine Soufflöse mit Fritteuse. Da gibt es echt viel zu tun. Da gibt es auch Pommes noch. So. Also es gab ja schon vor 2017 Comicleser. Es gab auch schon in den vorigen Jahrzehnten Comicleser. Und früher, als man Smart und andere Comics gelesen hat, oder die egal was man gelesen hat. Bitte? Die Einladung von diesen. Ja, okay, weiter. Jetzt lass ihn doch. Ja, ich will dich ja ganz aus dem Konzept bringen. Lass ihn. Jeder so wie er kann. Es gab vor 2017 schon Comicleser. Gab es, ja. Mhm. Also in den Jahrzehnten davor gab es auch schon Comicleser und die hätten vielleicht sich gewünscht, dass es auch ein Poster zu ihrer Lieblingsserie gibt. Aber man war ja froh, wenn man sich überhaupt als Comicleser, ich sag mal, definiert hat. Und deswegen war man froh, wenn es überhaupt ein Poster zum Thema Comic gab oder eine Figur zum Thema Comic, weil man sich als Comicleser gesehen hat und man hatte noch nicht gewagt, den Anspruch zu haben, zu der eigenen Lieblingscomic-Serie Merchandise zu haben. Also ich wollte früher zum Beispiel, weil ich Comics mag, da hatte ich bestimmt ein paar Lieblingscomic-Serien, aber ich mochte Comics im Allgemeinen, wollte ich auch Comic-Figürchen haben. Dann habe ich geguckt, was gibt es für Comic-Figürchen und war froh, dass es Comic-Figürchen gibt und habe mir die dann auch, soweit es Taschengeld reicht, vereinzelt gekauft. Und auch Poster. Und dann sind die Jahrzehnte ins Land gegangen und hat sich etwas getan. Heutzutage ist Popkultur ein ganz großes, weit verbreitetes Geldbringthema für die Industrie und für die Fans auch was ganz Tolles. Es gibt mehr Fans, es gibt dann auch mehr Merchandise und heute ist es umgekehrt. Also jetzt, wenn man heute nochmal guckt, gibt es ja zu jeder Comicserie mehr Merchandise, als sich der Fan zulegen kann, weil er zu Hause nicht genug Platz hat und vom Geld her, weil man gar nicht so viel Geld hat, was da alles an Merchandise gibt und nicht nur im Laufe der Serie, dass man beobachtet, dass es da doch durchaus auch zwei, drei Figuren gibt, sondern es gibt zum Beispiel ja den schon beschriebenen und erwähnten US-Vorschau-Comic- und Popkultur-Katalog-Previews und da gibt es jeden Monat nicht nur vorne jede Menge Comics, sondern hinten dann auch jede Menge Merchandise und das jeden Monat und das ist der amerikanische Markt und da gibt es noch viel mehr. Ja, früher habe ich mich so gefreut, als es zu Clever und Smart, schon wieder sind wir bei dem Thema, auch Figuren gab und die habe ich mir alle, auch wenn sie viel zu teuer für mein ganz bisschen Taschengeld waren, alle gekauft. Da gab es einmal den Jeff und in vier verschiedenen Verkleidungen den Fred. Die als PVC-Figuren. Als PVC-Figuren, so 8 cm groß und die habe ich mir dann nach und nach alle zugelegt. Und irgendwann gab es dann noch mehr Clever und Smart-Figuren, habe ich schon gemerkt, huch, noch mehr heißt ja noch viel mehr Geld. Und da habe ich dann gedacht, ich habe die ersten Figuren und aus heutiger Sicht denke ich, Mann, die hätte ich mir alle auf einen Schlag gekauft. Aber als Taschengeldkind musste man gucken, wo man bleibt. Dann habe ich auch gar nicht alle kaufen können und dann ja, war die Freude sehr groß, dass es die gab. Ich glaube, die wichtigsten damals hatte ich und dann gab es eine neue Serie, wo die Brille vom Fred so doof war und dann habe ich mir das schön geredet, weil ich mir eh nicht leisten kann, dass es so doof ist, dass ich nicht alles haben muss. So. Und heutzutage gibt es ja nicht nur kleine PVC-Plastikfigürchen, sondern es gibt ja auch schöne, teure Sachen. Zu denen kommen wir gleich. Ich möchte da nochmal Schwank aus meiner Jugend erzählen, weil wir hatten ja nur wirklich nichts früher. Oh. Schreibt in die Kommentare, ich bin ja als DDR-Kind praktisch groß geworden. Du hast auch Staub. Was? Du hast auch vom Boden noch aufgeklaubten Staub. Genau, mit dem habe ich gespielt. Aus Staub habe ich mir Figürchen geformt. Er hat Mickey Maus gemocht und hat dann Staubmäuse. Nein. Wollmäuse. 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 Aber nee, tatsächlich war so, ich habe irgendwann in der zweiten Klasse musste ich mal zur Kur, weil
die Lehrerin gesagt hat, geh zur Kur. Geh du mal lieber zur Kur. Es wird sonst nichts. So wie du aussiehst. Oi. Erstmal eine Kur. So. Dann haben wir nämlich auch mal eine Kur von dir und ja. Und da hatten wir das unbeschreibliche Glück, dass wir zweimal, ich glaube es waren zweimal, mit der ganzen Gruppe ins Kino gegangen sind. Yeah. Und da Kinofilme gesehen haben, die wir damals nicht so gesehen haben, nicht so häufig. Und das eine war also ein Open-Minder, das war halt E.T. der Außerirdische. Jawohl. Ich habe meinen Eltern zurückgeschrieben, wir haben E.T. gesehen, die dann zurückgeschrieben. Was denn? Was, ihr habt einen Film über Ernst Thälmann gesehen? Ja. Ja. Ja, das ist für die Abkürzung für Ernst Thälmann. Und das zweite war dann Asterix Sieg über Caesar, glaube ich. Cool. Das ist das gewesen. Das war natürlich, das war natürlich voll der Hammer. Da war ich auch im Kino. E.T. auch schon, aber dass sowas zeichentrickmäßig möglich ist, also gut, wir haben ja auch Zeichentrick und sowas, aber das war dann halt doch nochmal ein bisschen was anderes. Und da war ich total geflasht von Asterix damals das erste Mal. Und dann kam der irgendwann auch im Fernsehen mal. Wir hatten ja auch Westfernsehen. Und heute darf man das ja sagen. Wir heute nimmt man sich das sogar auch selber auf. Wir haben sogar heutzutage Westfernsehen. Ja, ja, das ist auch, ja. Nee, bei uns war das damals tatsächlich dadurch, dass wir eine relativ hohe Antenne im Ort hatten, die halt wirklich Signale aufgefangen hat aus dem Westen. Von daher kam das Westfernsehen halt relativ schnell zu uns. Und da gab es dann auch in der Fernsehzeitung, gab es dann irgendwie einen Hinweis drauf. Ich muss mir gerade überlegen, was für eine Fernsehzeitung das dann gewesen sein muss. Hm. Das macht mich gerade ein bisschen stutzig, ob es dann nicht doch später war. Naja, jedenfalls habe ich mir dann den Asterix da ausgeschnitten und den auf so kleine Zahnstocher draufgeklebt. Dann hatte ich halt so eine kleine Mini-Merchandise-Figur. Ja. So hat man damals angefangen, seinen Merchandise selbst zu basteln. Ja. Mhm. Ja. Clever. Und dann. Und smart. Ja, und dann hat es nicht mehr lange gedauert, dann gab es das Zeug auch ganz normal. Ja. Wie hat es denn bei dir angefangen? Ja, also bei mir hat das ja, klassisch. Ich hatte eigentlich nie so ein ganz großes Sammelgebiet von einem Thema oder zu einer bestimmten Serie oder sowas in der Art, aber ich hatte einfach schon immer, ich glaube, um alles halt drumherum, also auch jetzt noch, wenn man so guckt, was ich so für Figürchen überall an allen möglichen Stellen stehen habe, dann ist das zum Beispiel auch eben sowas wie Garfield, was ich jetzt gerade genannt habe. Ja. Und so zu allen, glaube ich, auch Zeichentrickserien oder überhaupt, was ich irgendwann mal während meines Lebens gemocht habe oder toll fand, habe ich dann von allem so, also dieses Sammelsurium aus den verschiedenen Bereichen an Figuren. Also das war, glaube ich, das, was bei mir dann früher eben auch schon angefangen hat. Ich glaube, das allererste, so aus dem, was man auch im Bereich Comic dann so also verordnen kann, ist tatsächlich gewesen, und das habe ich damals immer mit ganz viel Stolz überall hin mitgenommen, eine Muppet Babies Kulturtasche. Cool. Mhm. Entschuldigung, das war jemand anders, das habe ich nicht gesagt. Na, er ist heute noch neidisch. Ja, und die dazugehörige. Die hätte ich mal zur Kur haben müssen damals. Ja, ja, ja. Und dazugehörig gab es dann auch so eine Plastikdose, wo man ein Stück Seife mit. Das wird man natürlich heute auch wahrscheinlich überhaupt. Naja, gut. Ja. Es waren die 80er. Und das war jetzt so, kommt mir, glaube ich, gerade in den Sinn, dass das so das erste war, was ich hatte, womit es so anfing aus diesem Bereich. Und. Ja, genau, dann ging es halt mit, immer verschiedenen Figuren oder, hauptsächlich wahrscheinlich kleine PVC-Figürchen. Ja, genau, die PVC-Figuren haben wir ja irgendwie alle, glaube ich, dann gesammelt. Ja, das ist klassisch. Weil das war bei uns dann halt auch so ein Ding, plötzlich, dann gab es halt überall die Schlümpfe von Schleich, das war ja sowieso so ein Sammelgebiet, ja. Das ging dann richtig los und dann wollte man aber auch nicht immer nur die Schlümpfe haben, sondern dann auch mal ein Häuschen dazu und was es dann nicht alles gab. Da gab es dann auch verschiedene Spielesets sogar und alles Mögliche. Und da haben meine Schwester und ich, wir haben dann so verschiedene Dinge davon gesammelt, aber
Wenn man Geschwister hat, ist ja auch gut. Wenn ein Geschwister ein Haus hat, noch ein anderer hat ein zweites Haus und ich habe auch eins, dann haben wir drei Häuser. Damit kann man schon so Dorf spielen. Ja? Schlumpfdorf. Ja, oder auch im Freundeskreis. Also zum Beispiel, wenn ihr jetzt sagt Schlümpfe, also ich hatte diese Figuren, also selber glaube ich auch so drei, vier, aber wirklich nicht mehr. Aber wir haben das uns dann auch immer zusammengetan. Also eine Freundin von mir hatte da eine größere Sammlung und dann hat man das so ein bisschen zusammengeworfen. War jetzt bei dir in deinem Alter, als du jung warst, so He-Man und sowas, gab es das da schon? Das ist nach der Zeit gewesen. Ja. Aber die Schlümpfe habe ich gerne gesammelt und habe auch geguckt, dass ich viele verschiedene kriege und die mir gefallen, will ich auf jeden Fall den nächsten dann den kaufen, wenn ich wieder Geld habe. Und dann habe ich die auch gesammelt. Ich hatte sehr viel, ich weiß nicht, ob ich mich da jetzt falsch erinnere, aber ich glaube, ich war irgendwann mal stolz, dass ich vielleicht sogar 100 hatte, weiß ich nicht. Mhm. Und ich wollte, dass die auch nicht so sehr bespielt werden. Ich wollte, dass man damit ordentlich umgeht. Und dann war irgendwann mal Kindergeburtstag. Naja, ich bin da ja schon, also ich schnauze ja keinen an. Ja kein Klick rein. Nein, so wäre er nie. Also wird er nee, wird dann nie du. Deswegen sauber machen. Nein. Aber ich meine, wenn man sich mit Freunden trifft, bringen die ja ihre eigenen Schlümpfe mit und wir spielen dann zusammen Schlümpfe. Da darf jeder. Nur mit deinen Schlümpfen. Meine Schlümpfe fässt du nett an. Letzte Warnung. Ich hol dich Gargamel. Nein, im Hände weg von meinen Schlümpfen. Im Haus war das ja alles okay, aber zum Kindergeburtstag war die super Idee, also die Eltern wussten alle, dass wir alle gerne Schlümpfe spielen und die Eltern wussten, es ist Kindergeburtstag, da machen wir was Besonderes. Mhm. Und jetzt kam die besondere Idee, sag mal, es war mein Geburtstag, wo ist das eine tolle Idee? Spielplatz, nehmt doch die Schlümpfe-Figuren mit. Und ich so, nein, ich möchte meine nicht auf Spielplatz mitnehmen. Nein. Und dann waren die... Schmutz. Wollmäuse. Ich habe es ja nur vorgeahnt, aber es ist dann genau das passiert. Also erstens haben wir im Sand lang nicht alle Schlümpfe wiedergefunden. Wenn ich davor 100 hatte, hatte ich danach nur noch 50. Und dann waren es die so Hälfte. Schlümpfe. Und dann waren sie auch komplett, also Sand ist ja, sind ja Mini-Kratzsteine, also die Farben waren nicht mehr so schön. Wüstenschlümpfe, es waren danach alles Wüstenschlümpfe. Vorher hatte ich 100 verschiedene Schlümpfe, danach hatte ich 50 die gleichen Wüstenschlümpfe. Und ein Kamel. Gar Kamel. Also um ehrlich zu sein, ich hatte gar kein Mehl. Schönes Stichwort, weil was mich immer geärgert hat, Gargamel war genauso groß wie die Schlümpfe. Ja, das ist blöd. Das hat mich so genervt. Da gab es auch irgendwann dass die mal das Azrael. Nicht richtig machen können. Der war auch so groß. Der war auch so groß. Ja. War dann Gargamel genauso groß wie Azrael und Azrael war genauso groß wie ein Schlumpf. Das ist super. Ja, ganz toll. Wenn ich die verantwortlichen Haut erwische, ist was los. Den ziehe ich die Lasenhang. Die Lasenhang. Hier, den ziehe ich die Lasenhang. Die Blasenhang. So. Zum Glück haben wir, naja. Aber guck mal, ohne dass wir uns jetzt abgesprochen haben, du empfandest es so, sie empfand es so, ich empfand es so. Jeder, der das hatte, stand vor diesem Gargamel-Problem. Genau, heutzutage bekannt als das Gargamel-Problem. Problem. Und trotzdem scheint es ich nenne es jetzt mal allgemein, die Spielzeugindustrie überhaupt nicht gekümmert zu haben, obwohl es scheinbar, das ist jetzt nicht repräsentativ, drei Leute zu befragen, aber gehen wir mal davon aus, es sei bei so. Bei uns schon. Ja. Wir sind meinungsstark. Also alle Anwesenden, die früher Kinder waren, das heißt alle Kinder früher, wollten das so nicht haben, aber das ist komplett ignoriert. Ja. Super. Ich weiß gar nicht, ob es dann auch nochmal größer gab dann irgendwann, aber war mir nicht bewusst zumindest. Also weiß ich auch da nicht. Da hätte er die Million machen können. Eben. Richtig. Aber nee. Na, deswegen sind wir heute alle so geworden. Verbittert. So verbittert. Ja. Deswegen sammeln wir heute keine Schlümpfe mehr. Nur noch den schwarzen Schlumpf. Sonst. Ja, genau. Ja. Ja. Gab's den als Figur? Den hatte ich. Den hatte ich. Hey! Ich hatte den nicht. In echt. Und ich fand das eigentlich immer so, so toll, ja, weil eigentlich, normalerweise ist es ja doof, weil die Schlümpfe sind ja eigentlich gar nicht schwarz. Ja. Aber irgendwie war der dann immer so dieses Special One. Und der Papa-Schlumpf war auch special. Ja, klar. Und es gab einen König-Schlumpf und einen Kaiser-Schlumpf. Die Mädchen wollten immer Opa-Schlumpf gab es dann früher noch und die Schlümpflinge hatten wir auch alle, die Sassette und die drei. Ja. Gab es erst nach meiner Zeit. Ja. Also meine Zeit ist immer noch jung. Ich bin. Ja. Meine Zeit hat noch nicht mal angefangen. Ja. Ja, und dann, ja gut, mit Schlümpfe war es ja dann gut. Also da, wo man die Schlümpfe gekauft hat, war ja früher kein Comic-Interest-Laden, sondern das hat man im Spielzeuggeschäft gekauft. Schlümpfe gekauft. Und da gab es noch andere Figuren, aber das waren
hauptsächlich erst einmal Tierfiguren, die nicht zu irgendeinem. Bei Wedes. Zum Beispiel, genau. Ja. Ja. Spielwarenladen. Spielwarenladen, okay. Ich überlege gerade, bei uns gab es, wir waren auch so ein kleiner Ort und da gab es dann immer verschiedene Anlaufstellen. Natürlich dann auch erst nach der Wende, logischerweise. Aber da gab es dann so einen kleinen Gruselladen. Der Vater hatte einen Blumenladen und der Sohn hatte halt diesen Gruselladen. Und in diesem Gruselladen gab es jede Menge so Figurenzeugs. Da konnte man dann auch, da konnte man gucken, was man sich nicht leisten konnte. Ja. Das war toll, ja. Also ich habe ja früher auch von diesen PVC-Figürchen, zum Beispiel gab es ein Möbelhaus. Wie hieß das nochmal mit dem Krokofant? Ist ja wurscht. Auf jeden das Fall hieß hat früher die, Krokofant. Das hieß so. Ja. Die hatten nämlich ein Maskottchen, das war der Krokofant, halb Elefant, halb Krokodil. Und das hatten die auch als Gimmick, also das haben die auch als Figur gehabt. Stimmt, und davon hatte ich auch eine. Auch, ja. Und unabhängig von Comics war mein Lieblingstier als Kind und ist es ja auch heute noch der Elefant. Und dann haben meine Eltern da natürlich auch gedacht, das bringen sie mir aus dem Grund mit, weil sie halb ein Elefant ist. Habe ich mich auch darüber gefreut. Und um jetzt nochmal das Thema auf das Merchandise zu bringen, was jetzt wenig bis fast gar keine Comics hervorgebracht hat, ist halt das Benjamin Blümchen-Thema. Da habe ich dann auch mit den Blümchen-PVC-Figürchen ein paar gehabt. Mhm. Und wisst ihr zum Beispiel noch, oder beziehungsweise wisst ihr noch, aber ich weiß nicht, ob das bei euch auch weißt so war, dass bei mir zum Beispiel auch immer ein ganz großes Thema war, in den, zum Beispiel, weil du jetzt das mit dem Möbelhaus angeführt hast und ich glaube, dass ich diese Figur auch hatte, dieses Gemisch, diesen Krokofant aus Elefant und aus? Krokodil. Der war unten Krokodil stehender und Elefant. Oben Elefant. Ah. Den hatte ich zum Beispiel auch und dann gab es ja auch immer zum Beispiel in verschiedenen anderen Geschäften auch passend dann Figuren. Und zum Beispiel gab es ja auch früher im Schuhgeschäft bei mir, Lurchi. Ja. Und das war zum Beispiel auch so ein ganz großes Thema in der Kindheit. Cool. Ja, das war ja ganz toll. Und dann gab es ja immer diese kleinen, da gab es ja auch Comic-Geschichten dazu. Ja, die habe ich auch gerne. Und irgendwann gab es dann endlich mal diese Figuren und das war für mich ein Highlight, als irgendwann auf einmal diese Figuren von Lurchi dann erschienen, die man dann, und die musste mir meine Mutter natürlich dann auch alle kaufen und war extrem begeistert. Cool. Die Lurchi-Hefte habe ich auch, ja, soweit ich sie gekriegt habe, gern gelesen. Ja. Das gab es jedenfalls bei mir damals im Schuhgeschäft. Ja. Was ja auch irgendwie ein lustiger Ort ist, um dort eigentlich Comics und Figuren zu, ja, zu kaufen oder wie auch immer. Also ich glaube, die Comics, die waren ja nichts, die hat man so bekommen, ne? Ja. Die haben nichts gekostet. Genau. Aber die Figuren. Damals gab es sowas, ja. Das, ja. Heute gibt es das Knacks noch zum Teil. Knacks, genau. Das war auch ganz wichtig. Da war natürlich damals im Knacks-Club, ja, das war immer das Highlight. Aber da habe ich. Gab es da eigentlich auch Figuren? Da gab es, glaube ich, auch Figuren, ne? Da gab es also diesen Hund und die zwei. Ich selbst habe nie welche, ich sag mal, abbekommen. Aber es gab mal eine Schallplatte einmalig. Bei mir war es dann eine CD. So einmalige Sachen, sowas wie, genau, so Aktionen. Wahrscheinlich zum Weltspartag, weiß ich nicht. Ja. Ja. Ja, und dann hat man ja die Comics so für sich entdeckt, so mehr oder weniger, und dann gab es da auch jede Menge noch. Ja, aber erstmal gab es zu den meisten Comics, die ich gelesen habe, erst einmal keine Figuren, ja, aber später dann schon. Und auch nicht nur Figuren, sondern ich hätte auch gern Poster gehabt. Hm. Und das gab es von Clever and Smart, soweit ich Clever and Smart-Fan als Kind war, nie schade. Und dann, ja, gab es ja auch noch, heutzutage könnte man sich ja auch ein DIN A4-Blatt Farbausdrucken mit einem Illustration, war ja früher auch nicht. Früher hat man nur noch keine Home-PCs gehabt und auch erst recht keine Drucker. Und dann habe ich mir einfach eine schöne Figurenkollektion zugelegt aus einem schönen Kreis von dem Comic hier eine Figur. Und wenn ich die zu Hause dann aufgestellt habe auf, ja, in der Vitrine oder sowas. Mhm. Also eigentlich war es Regalbrett. Als Kind hat man keine Vitrine. Und dann habe ich gedacht, das ist meine Comicwelt als Figurendarstellung. Fand ich cool. Und wenn ich eine neue dazu hatte, hat meine Comicwelt sich erweitert. Wir haben heute gar nicht erwähnt, dass die Amy auch anwesend. Ja, die ist im anwesend. Sie ist nicht im selben Raum mit uns, aber ja, aber wir haben Blickkontakt. Ja, ja, genau. Ja. Nachbarskatze Amy. Ich überlege gerade, wie das bei mir dann weiterging. Aber ihr könnt ja auch gerne von euch erstmal noch ein bisschen was erzählen. Also Figuren fand ich schon toll.
Ja. Und habe auch kleine Elefantenfiguren gesammelt, also auch welche, die realistisch waren, die aus Plastik, die aus Keramik und sowas waren. Bei Michael hat das Ganze ja eigentlich überhaupt erst so angefangen, dass er unbedingt eine tolle Figur haben will. Ah ja. Flachwitz. Da gekelt sich aber jemand. Ja. Ja gut, was ja ähnlich in die Richtung Comicfiguren ging, waren natürlich dann die ganzen Ü-Ei-Figuren, die nochmal einen ziemlichen Hype ausgelöst haben. Auf jeden Fall. Und da gab es dann ja auch Comic-Themen ab und zu. Oder ja, auch genau. Die Happy Hippos sehen ja aus wie Comicfiguren. Oder haben, genau. Ja, das hat auch teilweise sehr viel Spaß gemacht. Und es gab, man hat auch mitgekriegt, dass um einen rum manchmal Sammler sind, die da jede Sorte, jede Figur haben wollten. Ich wollte nicht von jedem jede Figur haben, also sondern nur von den Sachen, die ich jetzt schön fand, zum Beispiel Elefantchen dann wieder. Gab ich Elefanten sehen. Ja, bei uns gab es den Süßigkeitenladen, da konnte man die nicht nur kaufen, sondern man, also die Ü-Eier, sondern man leihen. Ich dachte, die Süßigkeiten. Man konnte die Figuren auch tauschen. Also das heißt, die hat sich selber in aller Regelmäßigkeit geöffnet, die Besitzerin, und hat die dann halt da ausgestellt. Ja. Und dann konnte man, wenn man da was hatte, was man doppelt hatte, dann ist man da hingegangen und hat gesagt, hier, den hätte ich ganz gern. Und dann hat sie nochmal überlegt, ob das da auch so ungefähr von der Wertigkeit ungefähr dasselbe ist. Ja. Und dann, also natürlich hat sie immer nur so getan, das ein bisschen spannend machen halt, ne? Und dann hat man die Figuren getauscht. Eine schöne Idee. Gut. Ja, das war stimmt, dann. Also ich meine, Ü-Eier, ja, das ist ja auch erwähnenswert, ja. Da gab es ja auch immer diese verschiedenen Serien. Was war denn eure Lieblingsserie von den Happy Hippos? Also ich fand, ich glaube. Also bei mir eindeutig Happy Hippos. Happy Hippos waren schon schön, die waren niedlich, witzig. Ja, das war witzig. Halt, wahrscheinlich, es kommt drauf an, was man wahrscheinlich so für eine Zeit, so ein Hype irgendwie da so mitgemacht hat, oder? Jetzt überlege ich gerade, ob es da Elefanten gab. Gab es ja. Das waren die mir jetzt am besten gefallen. Ja. Ich fand die Crazy Krokos am besten. Ja. Irgendwie. Und später die Dapsi Dinos. Ach ja, genau. Ja. Die waren auch schön. Ja. Ja, hast recht. Aber wir haben jetzt einen Bereich völlig vergessen, weil wir uns versuchen, von irgendwohin zum Thema Comic zu nähern. Ja. Es gibt noch ein ganz großes Merchandise-Gebiet. Du hast He-Man gefragt. Was ist denn das Größte, was jenseits von Comics uns alle bestimmt irgendwo gestreift hat oder voll erwischt hat? Star Wars. Also mich selbst hat es nur gestreift, nicht voll erwischt, aber meinen Schulfreund. Da wollte ich eigentlich später hinkommen, aber mach ruhig. Ich habe nein, alles gut. Wenn das passt ja bei dir jetzt in die Zeit rein. Also von daher, ich habe damals halt Star Wars so noch kaum verfolgt und von daher. Hast du auch keinen? Habe ich da jetzt richterlichen Beschluss, das sein zu lassen? Ja. Was? Star Wars verfolgt, hast du die gestoppt? Also. Hast du nicht gemacht, deswegen hast du nicht den richterlichen Beschluss. Ist doch jetzt alles okay. Wenn man Witze erklären muss. Ja, ja nein, das hat, also wie gesagt, ich habe das damals schon, das war bei mir, Star Wars war damals so ein klassischer Sonntagnachmittag-Film. Ja, die Eltern sind oben bei den Großeltern, um Sekt zu trinken, das haben die jedes Wochenende gemacht. Und ich habe dann halt oftmals unten gesessen und habe dann, weil das hat dann ja dann auch nicht immer interessiert, was die Herrschaften so zu besprechen hatten. Und ich habe dann halt ganz gern mich mal abgenabelt. Habe ich immer schon so gemacht und habe dann lieber so sonntagnachmittags mal den einen oder anderen Film geguckt. Ja, und da war dann Star Wars sehr oft dabei. Aber da gab es, glaube ich, auch zu der Zeit überhaupt kein Spielzeug groß dazu. Das ging dann bei mir erst ein bisschen später wieder los, aber wenn du dazu noch was erzählen möchtest, kannst du das gerne tun. Es gehört einfach auch noch zu dem Bereich Spielzeug, dass ich, erstens war es nicht mein Hauptthema, deswegen war es mir nicht so wichtig und zweitens war es halt auch ein Thema, das vom Budget her außerhalb meines Taschengelds lag. Also so eine PVC-Figur kostete früher vielleicht 4 Mark und eine Star Wars-Figur 11,95 Mark. Ich hatte 3 PVC-Figuren gekauft. Deswegen, das ist mir eben zum Stichwort Tauschen und so eingefallen. Bei Ü-Eiern tauschen habe ich gedacht, wie kam ich zu anderen Star Wars-Figuren? Ich habe mir nicht neue gekauft. Star Wars war mir nicht so wichtig, dass ich das vermehren wollte, sondern wenn ich mal eine andere Figur wollte, hatte ich geguckt, ob ich vielleicht irgendwo tauschen kann. Und neulich habe ich das irgendwo erwähnt, dass ich, hey, diese Figur hatte ich früher. Und hat irgendjemand gesagt, das ist die blödste, die es gibt. Und habe ich gedacht, naja, ich habe nicht immer beim Tauschen gewonnen. Also ich fand es schon cool. Ich wollte,
Es gab so einen Roboter irgendwo im Hintergrund, der nur 2 Minuten vorkam. Den gab es auch als Figur. Und den wollte ich. Du wolltest dann eher das abstruse Zeug, ne? Was da so. Nee, nicht in jedem Fall, aber also. In diesem Fall. Mhm. Und den fand ich irgendwie cool, weil der R2-D2 als Figur war nicht so fein gearbeitet, dass er so funktionierte zum Spielen wie im Film. Okay. Deswegen fand ich den nicht so heiß, nicht so toll. Aber der hat natürlich einen viel höheren Bekanntheitsgrad. Die Leute mögen das viel lieber. Und ich fand den anderen cool, weil die Funktion, die der hatte, die war viel besser, weil den konntest du oben so wackeln und der konnte unten so gehen. Das ist wie wenn du heute sagst, beim BB-8 funktionierte das Feuerzeug gar nicht. Ah ja, eben. Finde ich aber auch schade. Ja. Und im Vergleich dazu, dieser Roboter, der im Film unwichtiger war, hatte aber bessere Funktionen, mit denen du dann spielen konntest. Deswegen habe ich den einen gegen den anderen getauscht und alle haben gedacht, ich hätte jetzt einen Nachteil, aber er war ja eigentlich das, was ich wollte, mit mehr Spielfunktionen. Ich hatte als He-Man-Figuren als einzige nur den, wie hieß der Zauberer? Den Stinkor. Orko? Orko? Was? Orko? Der kleine, der bei He-Man. Kleine Magier? Ja, genau. Den hatte ich mir irgendwann mal von irgendeinem Schulfreund, einen entfernten Schulfreund für wenig Geld gekauft, weil ich gedacht habe, He-Man-Figuren brauche ich gar nicht. Den schönsten finde ich den Orko, also den charmantesten Charakter. Und wenn ich eine möchte, möchte ich die Figur. Und da hat sich Gelegenheit ergeben. Und dann habe ich gedacht, Magier, es ist nie schlecht, einen Magier im Hause zu haben. Ein entfernter tatsächlich war das dann. Tatsächlich war das unter meinen Klassenkameraden damals dann auch so, dann natürlich nach der Wende, dann so 90, 91, das Sammelgebiet Nummer 1. Ja, die ganzen He-Man-Figuren. Dann gab es dann auch die ersten Spielzeugläden, die so Zeug ins Programm genommen haben. Und das war dann schon interessant. Aber was hat mich am meisten, weil ich hab die Figuren, ja, ich wusste, die gibt's und ich fand das auch interessant und so, aber war halt auch so aus eher so unerschwinglich für mich damals. Und was hat mich am meisten dann interessiert, wenn die ihre Backshow aufgemacht haben? Das Comic hinten drin. Ja, eben. Eben. Da gab es so ein kleines, was war denn das? So fast quadratisch, ne? Mhm. Und da gab es so kleine Comics dazu. Und die haben mich dann schon viel mehr interessiert. Da habe ich gesagt, du spiel mit deiner Figur, gib mir mal das Comic, ich lese mir das mal durch. Da gab es richtig viele verschiedene Comics. Also gibt es heute auf dem amerikanischen Markt. Gibt es ja jetzt auch Sammlungen mittlerweile. Genau. Ne? Gibt es ja auch auf Deutsch? Ich glaube, ja. Ja. Und da kriegt man überhaupt erstmal einen Überblick, wie viel Comic-Heft es, also Mini-Heftchen es damals gegeben hatte. Ja. Aber He-Man hat mich auch aus anderen Gründen nicht interessiert. Nicht nur, weil es unerschwinglich war, sondern nur muskelbepackte Öl. Gut, die Zeichentrickserie habe ich geguckt dann, ja, logisch. Die hab ich dann verfolgt. Aber dass da jetzt die Figuren, das war dann so weit im Unerreichbaren irgendwie, dass ich gesagt habe, oh, komm. Ich habe die Hörspielkassetten auch mal gehört, aber habe sie jetzt, glaube ich, auch bis auf Gelegenheitskäufe nicht gesammelt. Ja, man hört die Dinger nicht. Klingt zum Teil echt versaut. Naja, gut. Ich weiß nur, dass immer wieder vorkam am Ende einer Geschichte, klingt es fast so, als fällt der böse Hauptschurke Skeleton in irgendein unendliches Loch, wo man Skeletor, also. Wo man nie wieder rauskommt und er ist verloren und er ist sicher tot. Das hört man schon raus. Nächste Folge. Hallo, ich bin wieder da. Wieder Joker, oder? Ja. Ja. Ja, ja, und dann, und dann, und dann, und dann gab es immer mehr Comics irgendwie und dann hat mich einmal Batman sehr stark interessiert, weil erstens gab es, bei Batman war es bei mir so, erst habe ich die Zeichentrickserie, aber die 66er TV-Serie gesehen, genau, Bat. Die hatte Sat 1 damals gerade ausgestrahlt als der Tim Burton Film im Kino lief. Genau. Zu diesem Zweck hatten die das einfach nochmal den kompletten Rutsch mit. Und das fand ich dann so faszinierend. Das war auch so ein bisschen so Comic-Sozialisierung bei mir tatsächlich. Und dann gab es davon dann auch wieder eine Zeichentrickserie noch. Ja. Und dann gab es später auf einmal dann 94, glaube ich, war das, die neue Zeichentrickserie von Bruce Timm. Die war Tim, ja echt gut. Ja. Die auch so ein bisschen thematisch an die Filme angelehnt war. Und da gab es dann auch auf einmal Actionfiguren dazu. Ja. Und die waren toll. Und die wollte ich unbedingt haben. Wir hatten schräg gegenüber von unserem Haus, gab es auch so einen kleinen Gruselladen, der alles mögliche hatte, von Haushaltsgegenständen bis sonst irgendwas. Und der hatte auch so ein paar Spielsachen mit dabei. Und da gab es die ersten Figuren von dieser Actionfigurenreihe damals. Zu Actionfiguren kann uns die Kathi auch was erzählen.
Soll ich jetzt meine viel gepriesene Anekdote dazu erzählen? Die Anekdote, jetzt kommt sie. Oh Gott, jetzt wächst eine ganz falsche Erwartung. Was ja, mir wird zu, nicht so wild, aber zum Thema Actionfiguren ist bei mir halt immer die Geschichte, die mir in den Sinn kommt, die ich lustig fand. Ich habe ja mein Praktikum in einem Comicladen absolviert, damals zu Schulzeiten. Ja, in welchen denn? Können sich hier viele überhaupt nicht vorstellen. Und natürlich. Ein cooles Praktikum hätte ich aber auch gerne gemacht. Ja, ich auch. Das war auch wirklich Hammer. Und ich habe hinterher meinen Praktikumsbericht abgegeben. Und die Lehrerin, die wir damals hatten, die das ja dann bewerten sollte, hat eben von diesem Thema so wirklich gar nichts verstanden, konnte damit wahrscheinlich auch nichts anfangen. Und ich habe halt thematisiert, zum Beispiel den Verkauf von Actionfiguren im Comicladen, da das eben so ein Bereich war, der damals dann auch eben sehr viel Beachtung hatte und eben, ja, wo man ein bisschen was erzählen konnte. Und sie hat mir hinterher an den Praktikumsbericht ständig so Anmerkungen geschrieben, wo dann immer stand, die Aktionsfiguren. Jedes Mal. Und ich habe mich dann irgendwie darüber sehr amüsiert, weil ich mir gedacht habe, sie hätte es doch einfach nur abschreiben müssen, aber sie hat vermutlich, also es klang fast so, als hätte sie irgendwie gemeint, sie muss mir das vielleicht mal übersetzen, weil ich ja komischerweise immer in meinem deutschen Praktikumsbericht in ein englisches Wort verwende. Hat man damals aber tatsächlich, kann ich mich noch daran erinnern, dass bei uns im Toys R Us damals tatsächlich auch. Ja, das hast du mir ja auch erzählt. Aber ich kannte das eben so nicht und fand es dann eben ein wenig albern. Ich fand es auch merkwürdig, ja. Ja. Mindestens. Weil die haben ja jetzt nichts mit einer, also für mich klang es dann halt eher so, als wäre das so, wenn man fragt, der Verkauf von Aktionsfiguren, dann klingt das so, als würde man jetzt sagen, wir haben folgende Aktion. Genau, ja. Also, aber damit hat sie. Wir machen eine tolle Figur. Aber vielleicht genau. Hat die Lehrerin so verstanden, kann auch theoretisch. Ja, genau. Sein. Das ja. Gefühl hatte ich eher, dass da einfach der Hintergrund nicht so ganz rübergekommen ist. Aber gut. Aber gut, wir verzeihen ihr über dieses Unwissen. Wir verzeihen den unwissenden, armen, törichten, nicht Comic-bewanderten Menschen. Ja. Was ich, weil du Kruschladen sagst, ich hatte früher in meiner Umgebung selten so Kruschläden, das hatte ich einfach nicht. Hm. Aber wenn man dann mal woanders war, was man dann so entdecken kann, also ich bin ja nur Einzugsgebiet Frankfurt, aber ich wohne nicht in Frankfurt, bin ich täglich in Frankfurt und irgendwann habe ich mal in Frankfurter Wasserhäusi gesehen, was mich ja überhaupt nicht interessiert, außer dass ich dann Eis kaufe. Das musst du jetzt aber erklären, Wasserhäusi. Ein Kiosk. Oh. In genau. Hessen auch Wasserhäusi genannt. Ja, genau. Und die haben ja neben dem Naschzeug und dem Eis und das, was die alten Herren da so konsumieren, ab und was zu alkoholische Getränke und sowas. Ich dachte jetzt. Ach, Magazine, ja, haben die bestimmt auch. Fernsehzeitungen und Schlimmeres. Blitz-Illu. Oh. Ja. Wir haben nur einen Podcast, man hat nicht gesehen, wie ich gerade geguckt habe. Und die hatten dann irgendeiner in Frankfurt, wo ich beim Spazieren vorbeigelaufen bin und wir haben kurz angehalten, um eine Erfrischung oder sonst was da kurz uns zuzulegen, habe ich gesehen, da ist so eine Pappkiste und da sind Snoopy-Figuren drin. Snoopy-Figuren habe ich auch schon gerne gemocht, hat schon ein paar, aber ich wusste nicht, dass es so viele auf einmal gibt. Und zwar in einer Kiste. Und die haben da, die ich mir gekauft habe, ich irgendwo im Geschäft gekauft, wo die, wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe, 4,95 Mark gekostet haben. Und da an dem Wasserhäuser, also am Kiosk, haben die, ich glaube, 2,95 Mark oder sowas gekostet. Das heißt, wenn du da überlegst, wie viel zu viel Geld ich ausgegeben habe für die wenigen, die ich habe. Und da gab es so viele für so niedriges Geld. So viel Spaß für mich. Also das, ja. Da habe ich schon auch. Musical-Episode heute. Ja. Tut mir leid. Da habe ich auch zugeschlagen und ich habe lange nicht alle Peanuts-Figuren und Snoopy-Figuren, weil es ja, ja seit den 50er Jahren unendlich viel Peanuts-Merchandise da gibt, mehr als ein Mensch überhaupt sammeln kann. Also da waren die Peanuts dann wirklich nur Peanuts. Da waren es Peanuts. Aber sing doch noch mal jemand Hang on Snoopy. Wer? Fand ich gerade nicht. Ich nicht. Ah. Und da habe ich mir an dem Tag halt so viel, wie ich konnte, gekauft. Hm. Und habe bestimmt, also gefühlt mehr als eine Handvoll gekauft. Da haben wir dann voller Stolz nach Hause. Und ja. 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 Und wie findet man jetzt
Das Mittelstück zu unserem heutigen Jetzt-Ist-Stand mit Häuser voll mit Zeit. Gut. Ja, gut. Komm, ja, also, jetzt drängen wir nicht. Nein, wir wollen nicht in die Zeit. Damals auch, also was dann, na gut, bei uns gab es jetzt auch nicht so wirklich, aber kann mich so dunkel erinnern, sondern zum das ein oder andere Mal so ein bisschen auf den Flohmarkt gegangen ist und dann da auch nochmal so die ein oder andere Figur entdeckt hat und das. Oder auch mal größere oder wie waren da so eure Erlebnisse? Flohmarkt war ich auch sehr oft. Also da habe ich auch viel immer mir gekauft und dann auch immer so lang, bis das Geld wirklich auf den letzten Pfennig, muss man ja sagen, denn damals gab es noch keinen Euro, verbraucht war, habe ich mir dann wirklich runtergehandelt, was das Zeug hielt, damit ich noch für die letzten 30 Pfennig, die ich dann einstecken hatte, mir dann vielleicht noch einen, entweder eine Figur oder ich habe jetzt gerade irgendwie so dran gedacht, das hat jetzt wieder nichts mit Merchandise zu tun, aber bei mir war damals immer ganz großes Thema Dinosaurier, eigentlich so über einen großen Teil meiner Kindheit hinweg. Ich hatte auch einen Dinosaurier-Scout-Schulranzen, wirklich hey. Das Coolste, was die Welt, glaube ich, je gesehen hat. Und damals gab es diese… Schreibt in die Kommentare, wenn ihr neidisch seid. Schreib's nicht. Damals gab es so ein Magazin und das war so die erste Erfahrung, wie es damals anfing mit 3D. Kennt ihr vielleicht ja auch diese lustigen Magazine, wo es dann diese Brillen, blau und rot, womit man sich dann die Bilder so anschauen konnte. Und das ist mir jetzt nur gerade in den Sinn gekommen, dass ich mir damals auch eine Zeit lang habe ich mir dann wie blöd auch auf Flohmärkten dann diese ganzen Magazine gekauft und ja eben auch viel Figuren und alles eigentlich aus dem Bereich. Also ich bin eigentlich immer dann auch schon, als ich alt genug war, dann alleine schon über die Flohmärkte und habe mir da schon versucht, soweit es das Taschengeld hergegeben hat, alles Mögliche abzugrasen. Ja, mir kommt es irgendwie vor, als gäbe es heute mehr Flohmärkte, aber wahrscheinlich habe ich heute nur einen größeren Überblick. Als ich Kind war, gab es erstmal. Aber heutzutage ist es ja ganz anders. Also früher war ja Flohmarkt eigentlich wirklich noch mehr richtig Flohmarkt und heute ist es ja eigentlich oft, wo man hinkommt, das besteht ja und viel aus entweder diesen Schrotthändlern oder aus den Leuten, die halt ihr ganzes komisches Handyzubehör verkaufen. Und das war ja früher schon anders. Also früher hatte ich wirklich so den Eindruck, dass da kommen wirklich dann einfach nur die Leute, die mit ihren privaten Sachen und da kann man einfach schöne Sachen entdecken, denn da ist dann wirklich viel von dem dabei, was man vielleicht dann auch selber sucht. Ja. Wir hatten mal in der Schule einen Flohmarkt und da haben die dann auch so viel Kirschen verkauft. Und da habe ich dann bei einem auf dem Tisch gesehen, der hatte diese Looney Tunes Figuren, die sich die Superheldenkostüme angezogen hatten. Die gab es so vor Ewigkeiten mal bei McDonald's. McDonald's ist dann auch nochmal so ein Stichwort, weil da gab es ja natürlich dann auch mal viel Zeug. Und das habe ich dann damals da auch gesehen und wollte es eigentlich immer haben, aber wir haben es nie zu McDonald's geschafft. Und dann, wie gesagt, hatte der eine da alle vier Stück stehen. Dann habe ich mir erstmal nur einen mitgenommen und dann, ich glaube, den nächsten Tag war der Flohmarkt da nochmal und dann hatte da immer noch die anderen drei stehen. Dann habe ich dann alle drei noch mitgenommen. Jawohl. Dann hatte ich dann alle vier Stück. Das war ja Bugs Bunny als Superman, Daffy Duck als Batman, Tess das als der Flash und Petunia Pig als Wonder Woman. Das passt aber sehr gut irgendwie. Ja. Zu McDonald's habe ich auch eine ganz tolle Anekdote und zwar, ich hatte damals so eine Figur, die ich sehr mochte, die man so verkleiden konnte und zwar mit einem Gespensterumhang. Und ich habe mich immer gewundert, warum es eine Kartoffel ist, die einen Gespensterumhang anhat, bis man mich dann irgendwann darüber aufgeklärt hat, dass es logischerweise zum Thema McDonald's so ist, dass es ein Chicken McNugget ist und keine Kartoffel. Ha, stimmt. Ja. diese Gruseldinger da, wo es dann… Ja. Und das war eine meiner Lieblingsfiguren, die ich damals zum Beispiel hatte. Aber bei McDonald's, wenn wir jetzt von meinem Stichwort sind, gab es ja dann auch diese Serien, also wie es eben auch heute noch gibt. Was ich damals, wo ich dann total scharf drauf war, war dann diese Disney-Specials. Und da hatte ich zum Beispiel damals zum Film Die Schöne und das Biest
als der damals rauskam, gab es ja die Figuren. Und die habe ich dann irgendwann, also da, die ist mir, glaube ich, echt dann irgendwann abhanden gekommen, leider. Aber ich hatte halt, es gab Belle als Figur, die du so, der du diesen weiten Rock von diesem Ballkleid konntest du nochmal extra, also an- und ausziehen, und dann hatte sie darunter dann eine kürzere Variante, also sozusagen so ein Mini-Kleid. Das war natürlich, ja, okay, das ist jetzt alles so typisch Mädchen, aber das war damals so eins meiner allertollsten Schätze. Aber die ist, irgendwann habe ich die, glaube ich, mal verloren. Was hast du denn bei McDonald's gesammelt? Also, es gibt bei McDonald's außer Essen. Ich habe Essen gesammelt. Ich habe Essen. Chicken McNuggets. Monatelang, bis es anfing zu riechen. Bei McDonald's gibt es ja Spielzeug heutzutage von der Firma, von der Marke. Es muss diesen Standards entsprechen. Mhm. Und das ist nicht von Anfang an so gewesen. Ich habe ja Schlümpfe gesammelt, dann gab es auch bei McDonald's Schlümpfe, aber die aus meiner subjektiven Sicht sahen die halt gar nicht so toll aus wie die Schlümpfe, die ich sonst so hatte. Und dann war auf einmal bei dem Thema erstmal die Luft raus. Also ich meine, das muss ich auch nicht komplett sammeln, muss ich auch eigentlich überhaupt nicht sammeln, wenn die komisch aussahen. Mhm. Und das ist so das Erste, was ich gerne sammeln wollte und dann echt gesehen habe und gedacht, huch, nee, brauche ich doch nicht. Aber ansonsten haben die früher dann auch Spielsachen immer mit Funktion gehabt, und wenn ich die PVC-Figuren zum Hinstellen habe, dann stört manchmal die Funktion fürs optische Hinstellen, und mitgespielt habe ich jetzt nicht so. Dann fand ich halt die Figuren immer am schönsten, die mehr zum Hinstellen aufgemacht waren. Wie meine Looney Tunes. Und das ist ja gar nicht unbedingt 100 Jahre Vergangenheit, sondern aktuell habe ich ja auch die Peanuts-Figuren vom McDonald's. Die finde ich schön. Und die sind ja richtig fein. Auch die letzten, ich weiß gar nicht, ob das 2 Jahre her ist oder wo es da den Snoopy unter dem Baumast gab, auf dem ein Nest ist, in dem der Woodstock sitzt. Und der Snoopy, der hält durch Magnetanziehung unter dem Ast und auf dem Boden. Und wenn man den dreht, dann sieht es aus, als tanzt er im Kreis. Ah, ja. Sehr schön. Schöne Idee. Schöne Idee, ja. Also Snoopy ist über alle Jahre schon immer ein schönes Merchandise-Sammelgebiet im kleinpreisigen Bereich. Peanuts. Diesen Wort ist nochmal zu bemühen. Was bei mir dann nochmal so ein Ding war dann, als dann die Lehrer losging, dann gab es, die Lehrer habe ich halt in Chemnitz gemacht, und da gab es auf dem Weg, da hat der Bus halt direkt an einem Einkaufszentrum gehalten, und da konnte man raus, und dann musste man ein paar Meter laufen, und da gab es einen Toys R Us. Und da hat man sich natürlich sehr gerne aufgehalten. Ja. Da gab es dann auch so das Aktionsfigurenregal. Und jetzt hat der kleine Steffen ja viele Comics im Fernsehen geguckt, also Batman, also viel Zeichentrick, Spider-Man damals ganz, ganz groß dabei und so. Und davon gab es dann auch jede Menge Figuren. Aktionsfiguren. Konntest du dir aber damals wahrscheinlich nur leisten, wenn es ein Aktionspreis war. Ja, und da hat man dann für 2-3 Monate mal sein mühsam erspartes Lehrgeld so ein bisschen zur Seite gelegt und hat sich dann irgendwann mal ein Figürchen gekauft. Ja. Also ich bin ja gar nicht so der Batman-Figurensammler. Als das anfing mit dem zum Kinofilm 1990 von Tim Burton, da hat jeder gedacht, Thema Batman, wir müssen jetzt was bringen, also auch jenseits von Figuren und Co. Ich fand, ja, das vom Prince, das Partyman-Liedchen gut. Da habe ich auch erstmals Batman-Figuren entdeckt, also es war ja auch gerade so die Zeit, wo wir dann das erste Mal in den Westen gefahren sind, und da gab es dann, in Bayreuth waren wir dann da abends, und da gab es so einen kleinen Kiosk, und da hing dann auch jede Menge entweder Comics von Batman oder kleinere Figuren zum Film halt tatsächlich. Also komplett in schwarz und mit gelbem Emblem vorn drauf. Und die hatte ich viele Jahre. Ich glaube, die habe ich heute noch zum Teil. Die Figur, ja. Den ersten Batman-Comic, den ich so gut fand, dass ich mir gekauft habe, das war halt Mad Love, was so im Stil von den 90er Zeichentrickserien war. Genau, Bruce Timm. Wo dann auch die Harlequin sich in Joker verliebt. Das hat dann auch einen riesigen Comicpreis in Amerika gewonnen.
Und ab da habe ich gedacht, oh, Batman kann ja auch intelligent, charmant sein. Muss nicht so wie die 66er TV-Serie sein. Düster war damals eh out für Batman. Es war ja ein bisschen arg ins Lächerliche. Und dann kam halt der Tim Burton, der doch ein bisschen Schwermütigkeit und Düsternis reingebracht hat. Mhm. War ja auch interessant. Also den Film habe ich auch dann irgendwie gesehen. Aber da fand ich das Merchandise nicht so passend dazu. Es wirkte nicht so Tim Burton-mäßig, das Merchandise. Deswegen hat es mich auch nicht groß gejuckt. Stimmt, da hatte ich dann auch nur mal eine Figur von, aber auch erst viel später. Und die sah irgendwie so plump und komisch aus. Ja. Das war nix. Und dann mit so einem komischen Plastikumhang noch hinten. Das sah irgendwie merkwürdig aus. Ja, aber wenn man sich da jetzt zurückerinnert, wie damals Actionfiguren aussahen oder Aktionsfiguren oder auch sonstige Figürchen zum Thema Comic- und Popkultur. Ja. Und dann gab es auf einmal etwas, das hat mich jetzt persönlich zwar nicht interessiert, aber das hat das Merchandise revolutioniert, also kleine Figürchen. Früher hast du die Figur daran erkannt, dass es Spider-Man ist, dass das einen blauen Strampelanzug anhat mit Linien drüber und das Gesicht war zu mit irgendeiner komischen Rotstoffmaske. Mhm. Und dann gab es den Todd McFarlane, das ist der Spider-Man-Zeichner, der Spawn erfunden hat, im eigenen, also mit Kollegen gegründeten Verlag Image. Und der hat dann McFarlane Toys auch noch gegründet und hat gedacht, Leute, 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 ihr aus der Spielzeugindustrie, ihr habt es nicht drauf. Ich mache ein Konzept, das ist ganz anders. Wenn die Leute Figuren mögen, dann gebt ihm doch gute Figuren. Mhm. Dann dürfen die ein bisschen mehr kosten. Die Leute mögen das. Wenn sie richtig geil sind, ist es das einem wert. Wenn die viele kaufen, hohe Auflage, sind auch Blisterverpackungen möglich, also diese durchsichtigen Plastikschutzverpackungen. Und dann lasst uns doch die Figuren viel filigraner machen. Und dann auf einmal sah ein Spider-Man, ich sage jetzt mal, erstmals aus wie ein echter Spider-Man und andere Figuren erstmals wie diese anderen Figuren aus. Und damit ist es ja noch nicht gewesen. Ein Spider-Man ist ja ein anonym verkleideter Superheld, sondern dann hat er ja auch noch andere Figuren gemacht, die aus, also auch Menschen als Figur in kleinen Plastikfigürchen dargestellt, die auch wiedererkennbar diese Menschen waren. Mhm. Und das Filigrane, diese beweglichen Teile, da konntest du nicht mehr nur den Arm bewegen oder nur das Bein, sondern du konntest das Gelenk, Ellbogen bewegen, Handgelenk und heutzutage können man sogar die Fingergelenke bewegen bei einer ganz normalen Kinderspielzeug-Plastikfigur. Das hat ja, der wobei Todd McFarlane. Ob das Kinderspielzeug ist? Also ob das damals, Kinderspielzeug ist, ist die Frage. Damals war es auf jeden Fall für Sammler, da denke ich, auf jeden Fall an Sammler gerichtet. Es war ja an alle gerichtet und die Sammler haben auf jeden Fall zugeschlagen wie blöd. Und es war ja auch an Erwachsene gerichtet, weil viele Figuren gar nicht für Kinder vom Gruselfaktor gedacht waren und oder vom Thema her. Aber dadurch gibt es bis heute dann eben auch vielleicht heutzutage dann für Kinder auch Figuren, die viel mehr können als davor. Also ich hatte mir dann, ich war jetzt nie so der große Spawn-Fan, aber dann habe ich mir halt doch mal so einen mittelalterlichen Spawn da mit kompletten Rüstungen, weil der ist einfach toll aus. Und den habe ich mir dann halt doch irgendwann mal gekauft. Und jetzt kommt die Katze. Und komm rein. Also rein. Machst du hier auf? Ja. Mal gucken, ob das Kabel so lange reicht. Und dann was habe ich denn da noch gesehen? Ah ja doch. Den habe ich von Schreck. Ja. Den Esel, den gab es auch von McFarlane Toys. Ach, das finde ich, und das kann ich verstehen. Den cool. Habe ich dann auch irgendwann mal gekauft, weil der sah auch toll aus. Und das ist dann eher was ich sagen würde, okay, das geht dann auch Richtung Kinder, ja, das ist klar. Ja. Haben aber bestimmt auch viele Erwachsene gekauft. Und naja. Was ich dann... Also ich den gekauft habe, war ich schon erwachsen. Ja, also zur Zeit... Echt? Wobei jetzt einige sagen bis heute, das ist nicht laut Ausweis warst du zu der Zeit, als es sowas gab und sich gut verkauft hat, war ich ja einer der Verkäufer. Ich habe ja da in einem Comicladen gearbeitet, der sehr viel McFarlane Toys, wo es die Aktionsfiguren gab. Genau. Und dann gab es da nicht nur Spawn und nochmal eine Spawn-Serie, nochmal eine Spawn-Serie oder eine Heavy-Metal-Band als Figuren. Mhm. Irgendwann gab es dann auch Kiss noch... und sowas gab's genau, dann. Ja. Oder der Eddie von... Wozu gehört er? Ah, komm jetzt. Ist ja wurscht. Ja.
Und dann auf einmal gab es eine Serie von den Muppets und die sahen so genial aus. Hätte ich mir am liebsten gekauft, nur ich habe schon Erfahrung mit McFarlane Toys gehabt. Es kommt da nicht nur eine Serie und es waren dann über 100 Muppets-Figuren. Wenn du überlegst, dass eine Figur so um die circa 30 Euro kostet, 100 mal 30. Und den Platz, den du dafür bräuchtest, ja, da habe ich mir dann nur so 2-3 ausgesucht. Für die Zuhörer, die unaufmerksam waren oder nicht die Chance hatten, es wahrzunehmen. Die Amy ist jetzt in unserem Raum. Amy hat den Raum betreten. Sie teilt den gleichen Raum jetzt, wie wir. Flach wie eine Brezel. Ich glaube, Amy-Merchandise wird sich auch gut verkaufen. Oh ja. Eine sehr süße, liebe Katze. Katzen-Merchandise verkauft sich immer gut. Ja, stimmt. Gibt sogar die Katze Chi oder Ki oder wie sie heißt. Chi. Stimmt, ja. Haben wir ja auch. Ja, wir gucken uns gerade hier mal im Raum. Ja, also hier gibt es eigentlich überhaupt gar kein Merchandise. Nein, also ganz wenig. Im Haus an der Stadt am Rande des Universums um. Ja. Und da gibt es ein bisschen was, ja, also doch. Mhm. Also es gibt ja nicht nur Disney, Donald Duck und Mickey Mouse, die man als PVC-Figur hätte sammeln können, sondern es gibt ja auch die ganzen Disney-Zeichentrickfilme und Realfilme und bei den heutzutage CGI-Filmen und Co., gibt es ja auch schöne Figürchen. Mhm. Mhm. Und die sind ja alle noch original verpackt. Ja, weil das aber auch so schön ist, diese Verpackung, ist so die von Disney, wo da gleich dieses ganze Figurenset einfach auch schon so super angeordnet, aufgebaut und angeordnet, genau. Und das ist dann einfach echt irgendwie, kann man sich dann einfach genau so hinstellen. In der Verpackung ist hinten noch im Hintergrund so schöne Silhouette auf Pappe gedruckt. Wenn man das auspacken würde, wäre das ja auch weg. Mhm. Und staubt halt auch nicht so ein. Das ist auch ein guter Grund. Zumindest die Figuren einzeln nicht. Ja. Und wenn es mal bewegen muss, gibt nicht alle Figuren. Ihr seid dann eher so die Leute, die auch gern mal das Zeug eingepackt lassen, ne? Also ich eigentlich gar nicht. Nee. Naja, es kommt aber halt drauf an. Es ist wirklich jetzt in dem Fall so, wie ich ja gerade auch schon gesagt habe, dass ich das da ganz schön finde, wie die Anordnung ist. Und ansonsten ist ja, wenn jetzt irgendwie die Verpackung, wenn das Sinn macht und das irgendwie so einen Gesamteindruck gibt, dann schon. Aber eigentlich bin ich sonst auch nie der Typ gewesen, der das jetzt so hätte eingepackt gelassen. Mhm. Weil normalerweise ist ja dann auch, finde ich, manchmal so, dass es hinter so einer komischen Plastikverpackung auch so ein bisschen untergeht. Mhm, das stimmt, ja. Oder wenn eine Actionfigur eingepackt ist, dann hat die ja nicht eine Pose, sondern hat die Arme nach unten, Kopf gerade oder zur Seite. Und festgeschnürt. Das sähe dann auch nicht. Und du kannst ja auch dann keine Aktion mit der Aktionsfigur ausüben. Was ja, bei Actionfiguren war ich immer schon immer auf damit. Das muss ich zumindest mal in der Hand, oder egal was es ist. Also eigentlich, ich bin immer so derjenige, der das nie eingepackt hat. Also es kommt ja auch drauf an. Ich meine, als Kind hat man ja mit den Sachen auch irgendwie gespielt. Mhm. Ja. Da wäre es so wär's sowieso nicht in Frage gekommen. Wie als Kind? Ich verstehe ich jetzt nicht. Ich spiele heute noch damit. Ja, Steffen. Jetzt leg mal die Figur wieder weg, Steffen. Komm zurück an den Tisch. Ja. Also gibt ja auch in dieser Welt irgendwo Disney-Stores und es gab auch mal ein paar Jahre in Frankfurt einen Disney-Store. Und der hatte verschiedene Figuren und zu der Zeit gab es dann auch eine Actionfigur zu dem damals aktuellen Tarzan-Zeichentrickfilm. Mhm. Und die hatte einen Skandal, ohne dass das irgendjemand beabsichtigt hatte, vorhatte oder dass man da jetzt, man muss es wirklich hineininterpretieren. Da war halt die Actionfigur der Tarzan. Nackiger Mann mit Lendenschurz und in dieser Verpackung, es muss ja alles auch platzsparend platziert werden, hat er halt eine Hand an der Seite gehabt und die andere Hand hat er vor seinem Lendenschurz gehabt, weil er so in die Verpackung gepasst hat und irgendwie auch beweglich aussah. Und da gab es irgendwelche Leute, die haben sich tierisch mit Absicht drüber aufgeregt, so lange bis es Disney geändert hat, weil man da was hineininterpretieren kann. Und dann, was denn? Das habe ich bis heute nicht verstanden. Schreibt bitte in die Kommentare, wenn ihr wisst, was gemeint ist. Ja. Ich war der denn die Anzugkombi vom letzten Tag. ja. Mama, was macht der da? Da gab es so komische Figuren. Da gab es tatsächlich, gibt es auch so ein Sammelsurium, eine Website oder irgendwas. Oder YouTube-Videos, glaube ich, sogar drüber. Ich müsste mal nachgucken. Irgendjemand hat mir das mal gezeigt. So die unglücklichsten Spielzeuge waren für Kinder, weil die dann halt irgendwie so auch ausgesehen haben, immer sehr, sehr merkwürdig, sagen wir es mal so. Ja.
zweideutig irgendwie. Ja. Also der Tarzan ist halt etwas, dass ich zufällig, war ich in der richtigen Zeit im richtigen Ort. Das heißt, ich war im Disney Store und habe die Figur gesehen, weil auf YouTube kann man ja alles sehen und es war gar nicht so wild. Also irgendjemand hat da was hineininterpretieren wollen, hat gesagt, das ist pervers. Und das ich stelle meine Figuren zu Hause alle so hin. Das ist, deswegen packt ja der Steffen alle Figuren aus, das ist klar. Vor allem die Actionfiguren. Ja. Mit, ah ja, Action, mit Schulabend, ja. Die Action. Man Action. In die richtige Pose bringen. Mach mal ein bisschen Action. Wir sprechen die ganze Zeit irgendwie über Figuren, aber es gibt ja auch noch jede Menge anderes Merchandise. Ja, aber selbstverständlich. Hallo. Was gibt's denn da noch so, Kasi? Also. Was sammelst du denn gerne? Ja. Ich sammle zum Beispiel gerne. Ja gut, mir ist jetzt spontan eingefallen, dass natürlich gibt es ja auch Kleidung, ja. Mhm. Es gibt natürlich ja auch, was vorhin schon erwähnt wurde, Poster, was ja natürlich auch immer ein Thema ist. Man kann sich ja alles Mögliche an Postern zulegen, was man dann auch nie aufhängt. Mhm. Ich möchte jetzt da nicht von anwesenden Personen sprechen. ja. Und vor allem von welchen, die sich gerade nicht wehren können. Welchen, die sich gerade ausgeklinkt haben, um was zu drehen. Also der sammelt Postern, hängt sie nicht in. Na gut, ich meine, deswegen sammle ich schon keine Poster mehr, weil ich mir die halt auch nicht aufhänge. Ich habe dafür gar nicht den Platz. Ja, du, aber dieser Lerneffekt, der tritt ja nicht bei allen Menschen gleich ein. Ne? Ich bin wieder in Reichweite. Ich setze Moment. Den Kopfhörer auf. Bin wieder da. Aber es wurde nicht über dich gesprochen. Nicht, okay, gut. Und ja, dann möchte ich, weil der Steffen mich ja jetzt gerade schon so angesprochen hat, weil ich schon die ganze Zeit darüber gucke und mir immer denke, ich muss irgendwann das Thema mal erwähnen. Das raschelt doch nicht so. Entschuldigung. und das ist wieder ein Mädchenthema. Das aber ist auch ich, Merchandise, ja. Aber ich möchte es auf jeden Fall erwähnt haben, weil das nämlich auch echt eine coole Sache ist. Und zwar kann ich das einfach nur aus der Erfahrung sagen, sonst wüsste ich es vermutlich gar nicht, weil ich eine Zeit lang sehr viel Nagellack gekauft habe und mir dann immer so ganz tolle Nageldesigns und so gemacht habe, was ich mittlerweile bin ich dabei, eigentlich diese ganze Sammlung wieder aufzulösen, weil ich gemerkt habe, ich habe keine Zeit dafür. Aber das Thema, worauf ich hinaus will, ist das eben, was vielleicht, also ich, wie gesagt, auch nicht mitbekommen hätte, wenn ich da in dem Bereich nicht unterwegs gewesen wäre, dass eben Nagellackfirmen, also ich glaube eigentlich alle aus den USA, eben auch so Collaborations machen. Und zwar haben die dann eben auch so zum Beispiel eine Muppets-Kollektion, eine Peanuts-Kollektion. Cool. Ja. Und da habe ich eben teilweise auch so ein paar Sachen dann hier noch im Regal stehen, die wahrscheinlich auch so die einzigen sein werden, die dann hier bleiben und die ich nicht weggebe, weil die einfach nur, selbst wenn man den Nagellack dann da drin so schön vertrocknen lässt, aber die haben dann eben auch so richtig schöne Verpackungen dazu, mhm. wo dann eben die Muppets-Motive, Peanuts-Motive drauf sind. Und da gibt es dann richtig eben auch, weil Nagellack hat ja auch immer einen Namen, ja, der dann auch meistens irgendwas Lustiges, Kreatives, sonst wie, was dann natürlich eben auch mit Muppets oder Peanuts zu tun hat. Da drüben sehe ich jetzt gerade, gibt es auch noch zum Thema die Eiskönigin, ja, Frozen. Mhm. Und natürlich lehnen sich dann die Namen auch an die jeweiligen Figuren oder eben an irgendwas aus dem Film an. Und versuchen natürlich auch farblich dann irgendwie, sofern das möglich ist, da sowas aufzugreifen, was damit zu tun hat. Und das finde ich so eine echt süße Idee, muss ich sagen. Also wie gesagt, was wahrscheinlich ansonsten, es ist ja wirklich nur in diesem Bereich wahrscheinlich interessant. Ich denke, dass ich kein Comic-Leser, der sich jetzt vielleicht nicht so oft die Fingernägel lackiert, vielleicht auch, weil er männlich ist, sich wahrscheinlich nicht unbedingt so ein Nagellack-Set zu Hause hinstellen müsste. Aber ja, ich finde es halt immer ganz nett, solche Sachen auch, wo man vielleicht im ersten Moment gar nicht denkt, dass es das miteinander zu tun hat, aber dann doch irgendwie zu kombinieren, macht dann doch Spaß. Ja. Ja. Und erhöht nochmal diesen Kick des Sammelns. Ja, wo du sowas gerade ansprichst, da hatte ich ja vor einiger Zeit mal diese kleinen Fläschchen da bestellt mit diesen Disney-Handseifen. Ja.
für unterwegs. Und da hat dann halt auch jedes dem Charakter entsprechend, also bei mir natürlich ganz wichtig, der Goofy, ne? Der dann grün ist und dann halt nach Affe riecht zum Beispiel. Ja. Ich habe gerade verstanden, der nach Affe riecht. Apfel. Ja, ich, es macht auch mehr Sinn. Genau. Jetzt so ein bisschen nach Affe riechen. Das, ja, Fresh Ape. Das finde ich jetzt ein bisschen affig. Ja. Aber wenn dann jemand Komplettsammler sein möchte und man kriegt dann sowas mit, es ist schwierig, dann Komplettsammler zu sein. Ja. Ich hatte im Comicladen eine Kundin, die hat weltweit versucht, von Peanuts alles zu sammeln. Und das ist, das kann man sich nicht vorstellen, wie viel das ist. Also der ist schon in den 50ern, als der nur ein Comicstrip war, gab es schon Merchandise dazu. Mhm. Und nicht nur irgendwas, es gab alles mögliche. Und wenn du jetzt dann Popeye-Fan wärst, da gibt es ja sogar Spinatblechdosen mit Popeye drauf. Und bei den Peanuts und bei Disney. Wenn du Popeye-Fan wärst, müsstest du ja theoretisch jedes Spinatblatt sammeln. Naja, mittlerweile leben wir ja in einer Zeit, wo wir schon fast übersättigt sind. Wo man mit Spinat. Mit Spinat. Mit Spinat. Unter anderem aber auch mit Merchandise, weil an jeder Ecke macht irgendwie eine Bude auf oder einen Laden auf, der irgendwie T-Shirts vertreibt. Die vertreiben dann meistens auch Funko-Pop-Figuren. Ja. Das ist dann nochmal so ein Riesensammelgebiet, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen drauf ein. Dann zum Thema T-Shirts gibt es ja auch einfach diese im Internet Webseiten, die einfach heute ein T-Shirt anbieten, das nächste Woche schon nicht mehr gibt und dann muss man sofort kaufen und das sind dann auch, also es kommt auch noch alles dazu. Gut, man klar, muss es wissen, dass es das gibt, falls irgendein Komplettsammler alles wollte. Man kann nicht mehr alles zum richtigen Zeitpunkt, wo man es kaufen könnte, finden, wissen, zusammentragen. Ja, und dann gibt es ja viel, viel mehr noch. Also wenn jetzt zum Beispiel mal sagt, Bereich Brettspiele, da gibt es für jede Menge popkulturelle Inhalte, seien es jetzt Comics, aber auch Filme, gibt es soll jetzt auch ein Ralf-Rute-Monopoly geben. Ne? Siehst du, Brettspiele? In cool. Und Monopoly ist ja natürlich, da hat er ja quasi ein Monopol. Aber da gibt es ja fast zu allem gibt es eine Monopoly-Edition. Ja. Ne? Also irgendwie. Und von Memory kann man auch so ziemlich. Ja, genau. Memory ich habe zum Beispiel ein sehr schönes Disney-Memory. Ja. Oder Puzzlespiele. Ja, da gibt es ja auch jede Menge. Motive von Disney gibt es jede Menge Zeugs und so weiter. Da Sammler von Erstauflagen gibt. Ich habe ein Puzzle, das zur Zeit, als der Dschungelbuchfilm ins Kino kam, habe ich ein Puzzle von der Zeit. Motiv da. Ich war eines Tages mal ganz stolz, da hatte ich mir nämlich ein Schachspiel gekauft von Batman. Da gab es die Batman-Figuren und dann als Gegenüber gab es die Helden, also es waren so Polizisten und Batman und so weiter und so fort. Und dann gab es war denn das? Die Schurken oder dann gab's noch mal dann gab es die Schurken gegenüber, genau. Und dann gab es noch mal eine Erweiterung, das waren dann andere Superhelden aus der Justice League zum Beispiel. Ja. Cool. Das war. Kostet aber nicht alles gleich wie jedes Schachspiel. Die von Asterix hat eine Figur, was war, wenn es noch D-Mark-Zeiten waren, 125 Mark gekostet. Mhm. Dann weißt du, es gibt so und so viele Figuren, das Brett kostet auch noch mal was. Das war dann in dieser regelmäßig erscheinenden Abständen die nächste neue Figur. Also es gibt da auch verschiedene Preisklassen. Ja. Weil ihr vorhin Disney Store erwähnt habt, meine Erinnerung an den Disney Store, den es damals in Frankfurt gab. Ich habe keine Erinnerungen daran, die waren da. Ich war jede Mittagspause drin. Das ist das Einzige, was ich, wo ich wirklich definitiv weiß, dass ich das da aus diesem Laden noch habe, meine 101 Dalmatiner Unterwäsche. Unterwäsche? Ja. Wir posten es. Ja, gut, das ist jetzt aber, es ist in dem Fall jetzt wirklich nicht so unjugendfrei, weil ich war ja damals ganz klein. Ja, geben wir euch nachher ein Foto mit in die Shownotes. Aber ansehen kann ich es nicht, weil es passt leider heute nicht mehr. Aber ich habe es noch aufgehoben, weil ich es halt immer so toll fand, weil damals hat mir meine Oma gekauft das war wirklich schön. Und das ist auch heute noch, auch wenn es nur noch so um den kleinen Finger zu wickeln ist. Nein, da sind keine Pünktchen drauf. Anton die, ist da drauf. Sind halt die Dalmatiner. Ja. Ach, mein Gott. Ich zeig's dir einfach. ich darf sehen, ihr nicht. Echt. So. Soll ich jetzt meine Unterhose zeigen? Es geht nicht um aktuelle Sachen. Es geht um schöne
süße Sachen, die man Dinge. Früher, als man noch klein war und noch nicht so hier alte Männerunterhosen. Ich habe mir die letzten beiden Male im Disneyland immer eine Goofy-Unterhose gekauft. Zeig mal, Steffen. Das heutige Thema ist nicht Merchandise. Das heutige Thema ist Unterwäsche. Heute bin ich unterhosenfrei. Wie jetzt? Der Lingerie-Lulatsch hier. Ja, gut, das war ja dann sowieso irgendwann bei mir ein großes Sammelthema, ne? Unterhosen. Unterhosen. Da gibt es ja jetzt einen Kinofilm, oder ist der schon durch? Ist der aktuell oder ist der vorbei? Captain Underpants. Ja. Nee, ich glaube, der ist schon durch. Also das war bei mir auch mal ein großes Sammelthema. Ich habe eine Zeit lang wirklich viel Unterwäsche getragen. Also im Laufe meines Lebens. Ich eröffne demnächst ein Museum. Nee, aber was ja tatsächlich momentan sehr, sehr oft vertreten ist, sind die schon erwähnten Funko-Pop-Figuren. Und da gibt es ja nun wirklich von bis alles irgendwie, ne? Also alles was irgendwie ein Film oder eine Serie ist, genau. Popkultur. Ja, ein Comic und so weiter und so fort. Popkultur. Habt ihr ja auch so ein paar, aber was... Wenige. Ein paar wenige. Ja. Was mein Problem immer mit Funko-Pop-Figuren ist, dass man, wenn man jetzt so die menschlichen Charaktere sieht, wirklich genau hingucken muss, dass man erkennt, wer es dann ist. Das manchmal stimmt. Sieht man es irgendwie am Outfit. Sehr verzerrt. Ja. Aber an der Frisur, am Outfit. Genau, aber nicht das passt dann halt auch. Ich finde auch nicht diesen typischen Style, den die ja haben, finde ich halt auch einfach nicht für alles schön und genau. Passend. Ja. So bei ein paar Sachen ist es irgendwie sehr charmant und irgendwie echt süß und da macht es dann Spaß, aber deshalb ist jetzt auch bei mir persönlich der Grund, warum ich da jetzt gar nicht so viele habe, weil ich dann doch für einige, wo ich vielleicht aber die Figur an sich, die dazu gehört, sehr schön fände, mir es aber einfach in diesem Style dann irgendwie nicht so passt. Ja, weil es ist dann nicht mehr die Figur. Ja, und deswegen habe ich mir das auch ein bisschen angewöhnt, dann wirklich nur Figuren zu kaufen, die dann eindeutig sind, wo man es dann auch wirklich erkennt, was es ist. Ja. Weil alles andere wäre mir dann auch zu viel. Ja. Natürlich, musste ich auch den Goofy haben, ist ja klar. Aber echt? Sachlos. Goofy-Variante. Ja, dann habe ich mir zwei gekauft und habe gesehen, oh, da gibt es noch zwei mehr. Huch. Naja, gut. Man gönnt sich ja sonst. Und manche sind schwer zu kriegen. Ja, manche sind schwer zu kriegen, aber letzten Endes nur einer fehlt mir noch, der ursprüngliche, aber der ist auch irgendwie nicht so hübsch. Also, den fand ich auch nie so toll. Und dafür ist er mir dann einfach zu teuer irgendwie. Ja. Was habt ihr denn für Funko-Pop-Figuren? Wir haben, wenn man alle zusammenzählt, ohne zu witzeln, nur 3 Stück. Ja. Das ist wirklich alles, was man hier gerade jetzt so auch von unserem Platz aus sieht. Also. War's dann? Genau. Ja, die 3. Da oben von Pets, dem von Film. Von Pets, ja. Den Duke. Der ist einfach gelungen, der sieht dann gut aus. Der Hank von... Genau, den wollte ich unbedingt haben. Findori. Der sieht einfach aus wie der Hank und sieht schön aus und die schwarzen Augen machen es nur noch besser. Ja, der ist wirklich gut geworden. Der ist sehr gut. Und die 3. habe ich dir geschenkt. Ja. Das ist die. Die heißt die Sadness oder wie heißt die? Die heißt Sadness aus dem Film Inside Out. Alles steht Kopf. Genau. Hat die auch einen deutschen Namen? Traurigkeit? Vermutlich, aber ich habe den Film noch nie auf Deutsch gesehen, muss ich jetzt dazu sagen. Weil oh. wir den Film damals gesehen in haben London. In London im Kino. Ah. Und dann ging das irgendwie danach gar nicht mehr, weil wenn man das dann ursprünglich so in diesem, dann möchte man nur noch diese Version sehen. Deshalb kann ich es echt nicht sagen. Okay. Aber das war, glaube ich, so. Aber von oben habt ihr ja noch mehr. Da kommen wir noch zu einem anderen großen Kategorie. Von oben, den Film. Ja, Stofftiere. Stofftiere gibt es auch noch, ja. Stofftiere, ja, Lüfttiere. Stimmt. Ja. Aber das ist ja auch nochmal ein Riesen-Merchandise-Sammelgebiet. Mhm. Ich kann da aus Erfahrung sprechen, als leidenschaftlicher Disneyland-Besucher. Ja. Ja, aber für Stofftiere bin ich nun wirklich viel zu alt. Ja, bitte. Ja. Aber guck mal, als du Kind warst, gab es bestimmt nicht die Stofftiervielfalt, die du heute wahrnehmen kannst. Und auch nicht so schön. Und wenn man da gewohnt hat, wo es nicht gerade einen Spielzeugladen gibt, als ich Kind war, gab es noch nicht mal Toys R Us, aber es gab Spielzeugläden, aber die waren nicht in meiner Umgebung. Also und dann hat man zum Beispiel Stofftiere auf der Kirmes, in der Kerb gesehen und die waren dann natürlich nicht lizenziert, nicht die echten und die sahen dann so aus, dass man die gar nicht unbedingt haben wollte. So ein bisschen wie die Mickey Maus, die heutzutage auf der Zahl rumrennt, ne? Ja, genau. Ja, doch, ja.
Und dann oder Donald halt, und Daisy. Und dann gab es halt ein bisschen abgefragt. Und dann gab es halt sowas wie Fedes-Kataloge, dass man zumindest durchblättern konnte. Und wenn man irgendwann mal wieder nach in die nächste Großstadt kam mit den Eltern, dann musste man natürlich in ein Spielzeuggeschäft gehen. Und irgendwann habe ich mir zu Weihnachten gewünscht und dann auch geschenkt bekommen, ein Alf-Plüschtier, weil das einfach aussah wie der Alf. Ich habe einen Alf gemocht, geliebt und so eine Stofftierfigur wollte ich haben. Ich wollte immer ein Alf-Plüschtier, ich hatte nie einen. Und um Steffen jetzt mal einfach mal komplett eifersüchtig zu machen, weil das ja sein Aha-Film war, E.T. Zu der Zeit gab es unendlich viel Merchandise, das brauche ich alles nicht, aber die schönste Figur war in der Größe, dass man sich so 15 cm groß. Wie gut, dass man sie sieht, was du gezeigt hast. Dass sie bezahlbar ist, das heißt, die habe ich mir einfach von meinem eigenen Taschengeld kaufen können und die war viel, ich nenne es jetzt mal detailgetreuer und filigraner, schöner gearbeitet aus Plastik als die großen, teuren, auch die großen Plüschtiere, die sahen so wulstig aus, obwohl der gar nicht im Film so aussah und die richtig gut aussah, das war halt so eine mittelgroße 15-20 cm große Figur. Von E.T. habe ich mir tatsächlich da nochmal einen kleinen Traum erfüllt in den letzten Jahren, da gab es dann ein bisschen größer, also 20, 30, 25, sowas Zentimeter groß ungefähr. So eine Actionfigurenreihe, ich glaube, das waren zwei Waves, sagt man ja bei Actionfiguren, also zwei Serien. Und da jemals mit zwei Figuren. Da gab es dann halt einmal den E.T. eingepackt in seinem Laken. Ja. Und den habe ich mir gekauft und dann den im Morgenmantel. Ja. Die habe ich tatsächlich mal im Kuschelmuschel entdeckt. Das ist ein kleiner Tipp. Das passt natürlich heute super in die Sendung, wenn man über Merchandise spricht. Also wer da mal so ein bisschen in die Kinderwelten zurückgehen möchte, der sollte mal, wenn er hier in der Nähe ist, aber es gibt solche Läden auch bundesweit verstreut, gibt es im Hessischen in der Nähe von Gründau, genaue Adresse, könnt ihr euch suchen. Die haben Webseiten. Ich kann die auch gerne verlinken. Jeder, der die Podcasts hört. Ja, wir haben die auch schon mal erwähnt im Podcast. Also von daher gibt es die beiden Kuschelmuschelläden. Der erste ist halt der alte Kuschelmuschelladen. Der wurde ursprünglich von zwei Brüdern betreut. Was machst du denn hier? Und irgendwann haben sich die Brüder dann halt aufgeteilt und der eine hat den alten Laden weitergemacht und der andere hat ein paar Meter weiter in derselben Gasse ein Kuschelmuschel Reloaded aufgemacht. Und beide haben sie solche alten Videospiele, Figuren und so weiter und so fort. Und da kann man echt in Erinnerungen schwelgen. Solche Läden sind so cool. Ja. Mir fällt dazu auch gerade ein, dass ich das immer eins der Highlights fand, wenn wir in London waren. In London gibt es ja in Notting Hill auch so ein Geschäft, was dieser Buchladen? Was Spielzeug. Die bieten wirklich ganz viel Spielzeug und zwar auch zu wirklich solchen Serien, die es eben auch schon ganz lang gibt, ja, okay. Oder halt früher gab. Und du kriegst da eben zu den einzelnen Serien dann so alles Mögliche an Merchandise, also eben auch aus verschiedenen Bereichen. Da muss ich ja mal hin. Also da musst du wirklich mal hin und das ist so schön, da kommst du wirklich dann stundenlang nicht mehr raus, weil die halt auch so viele kleine Sachen und es gibt so viel zu sehen und viele Sachen, die haben eben auch, das Tolle ist daran, die haben nicht nur aktuelle Sachen, sondern eben auch wirklich diese Sachen von früher teilweise. Ja. Ich weiß nicht genau, wo die das dann herbekommen, ob das einfach so ein Bestand noch ist oder ob die das von irgendwo dann ankaufen oder aus privaten Sammlungen. Mhm. Aber das sind dann wirklich teilweise die alten Sachen, die dann aus 50er, 60er Jahren oder sowas in dem, was dann natürlich dann super interessant auch ist, einfach mal zu sehen, selbst wenn man jetzt nichts kauft. Aber allein das Gucken macht natürlich Riesenspaß. Ja. Ja gut, wenn man jetzt nicht unbedingt nach London, wie ist das? Ja, wie gesagt, gut, nee, deshalb wollte ich das jetzt auch nicht so als geht alle mal hin, aber fällt mir halt zu dem Thema immer ein. Ja, also halt in Berlin kenne ich noch so einen Laden, der heißt Toybox, der ist ähnlich aufgemacht, also das ist auch so alle möglichen Figuren von früher. Das Problem ist ja, wenn du heute in einen Comicladen gehst, dann haben die auch jetzt weltweit gesehen, also wir waren auch als wir in Kanada waren, in Comicläden und so, und da versuche ich ja immer mal so ein paar alte Figuren noch irgendwie zu entdecken und da hast du keine Chance mehr. Also die haben ja alle
nur noch aktuelles Zeug im Grunde. Das kommt darauf an, was für oder was du für Comic-Läden du aufsuchst. Die aktuellen Comic-Läden haben natürlich aktuelle Sachen und da gibt es ja mehr als denkbar ist. Das heißt, die haben davon eine kleine Auswahl und haben dann einfach kein, vom Konzept her keinen Platz, um weiteres und mehr zu verwalten. Ja. Aber es gibt ja auch Geschäfte, die ein anderes Konzept haben. Also jetzt in Frankfurt gibt es zwar keinen super Geheimtipp für alte Figuren, aber es gibt zum Beispiel neben den Comic-Läden ja noch den Laden auf dem Weg zu unserem Treff, der einfach nur andere Sachen hatte, nämlich teure Drucke und Tim und Struppi-Figuren in teuer. Ja. Und irgendwo gibt es auch Läden, die haben dann ein Sortiment, das ja gut, einige Läden sind halt auf direkt so auf Retro ausgerichtet, die dann halt altes Zeug haben. Ne? Aber in vielen Läden arbeiten noch alte Figuren. Ja, das stimmt. Ja. Auch in Comic-Läden. Auch da. Die wir jetzt nicht näher benennen wollen. Ja. Oh, ja, wo ist er wieder? Ja. Und in London gibt es neben den Comic-Läden, die Neuware haben, auch so einen Comic-Laden, der nicht Neuware hat. Das ist eine Mischung aus dem Buch- und Comic-Antiquariat. Und der hat jetzt nicht Spezialbereich, die besonders gesuchten und teuren Comics und Bücher, sondern einfach nur Secondhand. Aber das ist so eine Vielfalt, da ist so viel Verschiedenes bei. Alles, was die Leute eben hinbringen. Alles, was sie hinbringen, genau. Ja. Und auch so also richtig an dem Verkauf quasi, ne? Genau, und sowas gibt es bestimmt auch für Figuren irgendwo. An und Verkauf ist auch noch so ein schönes Stichwort, da gab es früher bei uns auch. So ein Laden, wo dann halt alles Mögliche hinbringen konntest, was du nicht mehr brauchst und so weiter und so fort. Und die hatten auch immer so kleine Aufbügelbilder. Damit ging das auch schon so los, weißt du? Da hattest du dann auch die Schlümpfe oder die ganzen Ducks und Mickey-Maus-Figuren und sowas und das aufbügeln auf T-Shirts oder das war auch noch so. Dazu fällt mir jetzt nur als Stichwort noch Merchandise-Beigabe zum Beispiel in Kelloggs-Verpackungen ein, nur um es mal zu benennen. Oder Nutella-Gläser. Nutella-Gläser. Nutella gab es doch auch mal eine Zeit lang diese Mini-Comics, Fantasio und sowas. Da hat es der Steffen entdeckt, glaube ich. Ja? Da habe ich entdeckt, dass das eigentlich ein Comic ist. Ja. Okay. Weil ich kannte vorher nur die Zeichentrickserie. Ja. Und dachte dann so, cool, da gibt es auch einen Comic von. Und dann, naja, wie das dann halt so ist, dann guckt man ein bisschen nach. Ach, da gibt es ja jede Menge Comics von. Ja. Und, ah, okay, das Comic war zuerst da. Okay, alles klar. Und das war damals so ein bisschen auch. Ja, die wurden Augenöffner. Bei uns damals heiß gehandelt. Ja. Hin und her getauscht. Was gab es denn da noch? Ja, Spirou und Fantasio, das war so der eigentlich so Am prägnantesten. Ich habe jetzt auch gerade überlegt, was die anderen waren, aber irgendwie. Asterix vielleicht? Ich weiß es nicht. Das kann sein, aber. Also mir fällt zum mini-kleinen Comic-Format ein, das ist auch mal, also Verlage versuchen ja immer mal wieder verschiedenste Sachen. Es gab auch mal so 3 cm große Comic-Bücher, dann an der Kasse von Buchläden in so Drehständern. Und da waren dann 3 cm große Comics von Asterix und sowas. Die haben dann, glaube ich, auch 3 Mark gekostet. Mhm. Macht vom ummontierten Lese-Nicht-Fluss überhaupt keinen Sinn, aber bauen wir mal was anderes. Mhm. Und Daumenkino gab es ja auch ab und zu mal hier und da. Gab es mal Masipilami. Von Werner. Masipilami-Daumenkinos. Werner. Ja. Die kleinen, ne? Diese kleinen Mini-Dinger. Ja. Ich erinnere mich. Ja, die gab es in unserem Comic-Laden ewig und immer wieder. Manche waren direkt so Mini-Comics, genau. Manche waren dann so Daumenkinos. Ja. Und Toilettensprüche und was es da alles gab. Ja. Ja, in Buchhandlungen gibt es ja auch ab und an mal ein bisschen Merchandise. Aber und manchmal sogar überraschend witziges, kreatives zu einem Thema, was du gar nicht erwartet hättest, dass du es sogar kaufst, obwohl du gar nichts kaufen wolltest. Ja, es gibt grüne Sachen. Zum Beispiel? Weiß ich nicht. Das würde jetzt zu weit führen. Ja, was habe ich denn? Tarzan-Figuren. Fällt mir jetzt. Spontan fällt mir jetzt nichts Konkretes ein. Was gab es denn da alles? Also was natürlich ein reines
um dich da jetzt mal rauszuretten. Aus ja, rette mich. Was natürlich ein reines Merchandise-Paradies ist, sind die Disney-Parks. Ja. Also, da wirst du erschlagen von. Ja. Also auch alle möglichen Preisklassen von bis. Also ob das jetzt die kleinen Drehdinger sind, wo man so auf den Knopf drückt, dann rotiert es und dann fängt es auch noch an zu leuchten. Ja. Die ganz kleinen. So, das sind so die kleinen Einsteiger-Dinger. Die Antike. Dann hast du Sammelgebiet Nummer, das nächste Sammelgebiet ist halt Nummer 2. Wenn man jetzt mal streng genommen durchzählt, Ja. Sind die Pins. Ja? Ja. Dann hast du, da kannst du ja auch jeden Monat gibt es neue Pins und dann gibt es wahrscheinlich in jedem Park auch nochmal andere. Also weltweit gesehen könnte man da sammeln bis zum Abhängen. Wahnsinn. Wenn man das will. Vieles bei mir hat dann halt natürlich immer so den Öffner, wenn irgendwas von Goofy da ist. Zack. Dann sehe ich da was. Okay, ach, das ist Goofy, das musst du haben. So, da gab es dann auch so, ihr habt die ja schon mal gesehen, die Figur. Mhm. Von Star Wars. Da sind wir jetzt wieder bei Star Wars. Ja, ja, das war dann das erste Sammelgebiet von Star Wars, was ich hatte. Tatsächlich, das waren diese Actionfiguren. Die gab es dann Mickey und Co. alle irgendwie in Bezug zu Star Wars, noch lange bevor Disney Star Wars gekauft hat. Und deshalb also, gab es vor der Zeit sowas auch gar nicht, weil da ja zwei Firmen sich einigen mussten, wie sie zusammen einen Merchandise-Produkt machen. Das gab es halt da schon, weil, und da war das, weil Star Wars war ja in den Disney-Parks immer schon irgendwie vertreten. Ja. Und auch davor schon. Und es gab ja Star Tours schon und sowas. Und dann gab es halt diesen Laden da dazu, Star Tours Traders oder Starbucks. So. Naja, die gibt es auch im Disneyland, aber Sternenkäfer. Und da habe ich dann halt den Goofy Darth Vader entdeckt und dachte so, cool, den musst du unbedingt mitnehmen. Der ist auch cool, der ist schön, der ist cool. Der meine ist cool. Freundin sagte dann, ich kenne dich, nimm die komplette Reihe mit, du ärgerst dich nachher. Ja, aber da hat sie recht. Naja, und dann habe ich zu Hause dann nachgeguckt. Meine Freundin sagte, ich kenne dich und sie hatte recht. Sie kannte mich. Genau, und dann habe ich zu Hause nochmal nachgeguckt und habe so gedacht, na, vielleicht gibt es ja schon mehr von und ich hätte es nicht tun sollen, weil tatsächlich gab es schon zwei weitere Serien und die habe ich mir dann in den USA bestellt, weil ich hatte erst so die Hoffnung, ne, da kommen die vielleicht auch demnächst in den Disney-Park, aber das war nicht der Fall. Da gab es dann immer nur die eine Reihe erstmal. Und lang nachdem ich dann die zweite und dritte Reihe hatte, gab es dann da auch mal die zweite Reihe und sowas. Aber das ist ein bisschen schade. Man ist selbst Sammler, man ist sozusagen Kunde von, in diesem Fall jetzt bei den Disney-Parks. Und die haben gar nicht das Konzept, dass der Sammler in Frieden alles bekommen kann, sondern die kümmert es gar nicht, was wirklich ist weg. Also nicht alles, was in den USA gibt, gibt es halt hier in Europa. Das ist oder ein bisschen eine Reihenfolge dass man weiß, was es gibt, was es nicht gibt. Es wird nicht verraten, man muss gucken. Und genau. Ja. Ja, und dann gab es da irgendwann auch noch ganz einzeln, gab es dann Reihe von Piraten der Karibik, da haben sie dasselbe Ding gemacht. Ja. Also haben sie auch die klassischen Disney-Figuren und Mickey Mouse mit diesen Piraten der Karibik gemerged. Ja. Ja. Und irgendwann habe ich dann entdeckt, da gibt es auch noch Mickey Mouse als Indiana Jones. Und noch später habe ich dann entdeckt, ach, den gibt es auch noch mal mit Goofy zusammen. Geil. Ja, naja. Ja. Also bei Disney gibt es ja, weil Disney einfach immer geht, auch zum Glück immer mal wieder gute neue Ideen. Mhm. Also das ist nicht so, dass man es nur noch sammelt und es macht keinen Spaß mehr, sondern tolle neue Ideen kommen ja dazu. Das gibt es nicht immer bei allem, aber heutzutage ist die Tendenz da, dass ich, damit der Rubel rollt, dass das auch mit gutem Ideenkonzept gemacht wird. Mhm. Und bei den Muppets-Figuren, da gab es dann auch, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, in Amerika gibt es ja Comic-Conventions. Mhm. Dazu erscheinen exklusive nicht nur Comics, sondern auch Figuren. Und da gab es einen Kermit, der, glaube ich, als Indiana Jones exklusiv zu irgendeiner Comic-Con veröffentlicht wurde. Da gibt es dann auch sowas wie die Jawas von Star Wars mit Weihnachtskostümchen exklusiv und. Und den Kermit, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe. Gab es, glaube ich, auch mal von den Muppets, gab es auch mal Star Wars Version. Die habe ich auch schon mal irgendwo bei eBay gesehen, cool. Als ich nach den anderen gesucht habe. Ja. Ja. Ich habe eine Comicserie gelesen,
Oh. Die habe ich nach dem Lesen nicht gleich wieder. Komm, wirf uns doch wieder mal einen Knochen hin. Also vereinzelt gibt es tatsächlich Comics, die ich nach dem Lesen gut fand, dass ich sie behalte und nicht gleich zerreißen, wegwerfe. Bone hat mir sehr gut gefallen. Und der Zeichner hatte irgendwann mal im Eigenverlag aus Druckkostenspargründen in Schwarz-Weiß zeichnen und veröffentlicht begonnen, die Heftserie zu zeichnen, zu veröffentlichen, rauszubringen. Festgestellt, verkauft es nicht so gut, dass er davon leben könnte. Sein Businessplan war, 2 Jahre probiere ich es aus, dann muss es sich tragen oder ich muss was anderes machen. Und als es sich nicht so gut getragen hat, hat er dann erst ein Sammelband gemacht. Das hat dazu geführt, dass dann die Verkäufe besser wurden. Was er auch noch gemacht hat, ist, er hat einen limitierten, ich glaube auf 99 Stück limitierten Druck gemacht, so einen Schwarz-Weiß-Druck, größer als DIN A3, irgendein US-Format. Und das war sozusagen, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, das erste Merchandise dazu. Das ist dann limitiert, überhöht vom Preis im Verhältnis zu den Produktionskosten, aber bringt Geld rein und die Liebhaber haben was Exklusives. Gab noch nicht viele Liebhaber zu diesem Zeitpunkt. Das heißt, war soweit ein Konzept, dass das Ding auch irgendwann ausverkauft war. Und als es dann besser lief, gab es später verschiedenes Merchandise. Das ist ja nur stellvertretend für andere Produkte oder Marken oder Themen, wo es dann zum Merchandise. Und zu dem Zeitpunkt noch nicht viele Liebhaber. Ah ja. Ah ja. Damit ist das aufgeklärt. Man lernt ja immer was dazu. Das muss ja unterhaltsam bleiben. Genau. Dann gab es irgendwann auf dem amerikanischen Markt, wo Bone ursprünglich erschienen ist, auch Comic-Magazine. Da halte ich mehr Merchandise als Liebhaber. Lach. Und diese Comic-Magazine waren sozusagen über Comic berichtende Magazine, die waren auch ein Gimmick und da gab es das Wizard und das Hero und das Hero hatte irgendwann mal die Idee, lass uns doch eine Bone-Figur produzieren, die es dann als Gimmick, wenn man dieses Magazin kauft, dazu gibt. Das war dann die erste Figur von Bone, so auch so eine kleine Kunststofffigur. Dann hat der Jeff Smith selbst den Wunsch gehabt, eigene Actionfiguren zu entwickeln und hat dabei festgestellt, das kriegen wir hin, das machen wir. Hat er auch durchgezogen, hat nur festgestellt, die Kalkulation vorher war wohl ein bisschen falsch kalkuliert, hat nicht hingehauen. Sowas ist viel teurer, sowas so zu entwickeln, dass er selbst hinterher damit auch zufrieden war. Die Serie ist erschienen. Viele Händler haben es aus Versehen doppelt bestellt. Das heißt, es wurden auch gute Verkäufe an die Händler platziert. Und dann gab es eine zweite Serie an Actionfiguren von Bone. Die gab es in kleinerer Auflage, weil die Vorstellung kleiner war und weil da das Thema nicht mehr ganz so groß war. Und was es neben diesen Figuren aus Plastik auch noch gab, sind halt Statuen, Kunstharzstatuen. Also das gibt es ja im Comicbereich auch sehr oft. Und bei Bone kam dann halt immer mal wieder eine raus. Die waren sehr schön gearbeitet, sehr genau, sahen genauso aus, wie sie aussehen sollen, waren interessante Themen, war manchmal nicht nur eine einzelne Figur. Die erste war der Phone-Bone, wie er die Landkarte hält, auf so einem kleinen erhöhten Wüsten-Mini-Hügelchen. Die war dann auch ausverkauft vergriffen. Danach gab es dann höhere Auflagen von den nächsten Kunstharz-Statuen. Zum Beispiel vom Drachen, vom Smiley Bone und danach dann auch mal eine zweiteilige Buchstütze als Szene, wie die Thorn vom Rattenmonster wegrennt, den Phony Bone, wie er auf dem Cover vom 4. Band aussah. Heute sind da andere Bilder abgebildet bei den derzeitigen Auflagen der Bone-Sammelbandbücher, aber das erste Cover hatte dieses Motiv. Dann gibt es auch Poster im erwerbbaren Bereich, was die Kosten angeht. Es gibt weitere Drucke und dann gab es ab und zu so kreative Ideen. Das heißt, es entsteht noch mehr an Merchandise, je nachdem, was jemand gerne möchte oder umsetzen will oder eben Ideen hat. Und da gab es beim Jeff Smith nochmal, weil der Phone Bone ja mal ein Love-Poem geschrieben hat, das heißt so ein kleines Liebesgedicht an die Thorn, hat er so ein Magnetset aus lauter einzelnen Wörtchen produzieren lassen, dass man das da nachspielen konnte mit kreativen, witzigen Worten aus dem Bone-Universum. Es gab ein Spielkartenset,
neben limitierten Drucken und wenigen Variant-Cover-Ausgaben ist es das gewesen. Es gibt auch weitere Plastikfiguren auf alt-retro getrimmte Figürchen. Und da gibt es immer mal wieder was und T-Shirts gibt es dann auch noch. Mhm. Die große Zeit ist jetzt vorbei, aber das gibt einen schönen Überblick, was es zu, was Typisches an Ami-Merchandise zu irgendeiner Comic-Serie gibt. Ja. So. Das war jetzt nur mal ein Auszug. Nur mal ein Auszug. Ja. Ganz kurzer Auszug. Naja, weil wir ja Statuen noch gar nicht so besprochen haben. Da muss ich das mal kurz erwähnen. Ja. Ja, was ich auch sehr schön finde zum Beispiel, die auch noch relativ erschwinglich sind, okay, die sind auch etwas, also 50 Euro oder sowas in dem Dreh, sind die Büstenfiguren von Blacksit zum Beispiel. Die sind, auch die sind cool. Echt sehr schön detailliert und ja, mhm. Ja. Kann man mal empfehlen. Ja. Und wenn man dann sieht, die eine Plastikfigur sieht richtig gut aus, ist im gleichen Maßstab wie dann die Kunstharz-Statue, dann kann man da auch die durchaus, ich kenne jemanden, der das bei Bone gemacht, da hinten im Nebenzimmer. Mhm. Und dann passt das auch zusammen, kann man sich selbst so eine Szene zusammenstellen, ist gar nicht so verkehrt. Oh, ja. Welch famose Idee. Das muss ein Genie sein, der darauf kam, ja. Ja. Ich habe gedacht, ich erzähle das mal, weil dann kriegt man so den groben Überblick, was in welche Richtung genau. Apropos groben, es gibt auch Grobi-Figuren und zum Beispiel Thema Sesamstraße. Ja. Auch sehr schöne Figuren. Allerdings muss man da auch dazu sagen, das ist mir nur aufgefallen, weil du ja vorhin zum Beispiel erwähnt hattest, dass früher die viele Figuren noch nicht so schön waren und dann gab es immer besser und so weiter. Ja. Es ist aber nicht grundsätzlich nicht so. Immer. Also es ist schon so, dass man sagen muss, dass auch heutzutage teilweise noch wirklich Figurenserien oder sowas rauskommt, wo ich es erstaunlich schlecht finde, wie es aussieht. Ja. Und nicht so, also da bin ich dann teilweise echt enttäuscht, weil ich mir denke, so mit den heutigen Standards würde ich mir das eigentlich wünschen, dass sowas nicht mehr vorkommt. Aber ich finde gerade eben in dem Bereich, wo ich jetzt eben mir selber dieses Stichwort Sesamstraße gegeben habe, da habe ich eben auch schon viele gesehen, die echt nicht schön gemacht waren. Aber es gibt auch sehr, sehr schöne Sachen. Wie zum Beispiel, wo wir ja auch am Weihnachtsmarkt ganz gerne mal diesen Stand besucht haben. Ich glaube, die Firma heißt Living Puppets. Die machen ja eben auch Sesamstraße und andere Figuren, die sehr realistisch, zwar auch recht teuer natürlich sind, aber groß, eben auch sehr schön und groß als Handpuppen und wirklich toll gemacht. Also da gibt es schon, also es gibt Unterschiede, ne? Ja. Ist das nur mal so. Aber umgekehrt, wenn man sagt, dass früher die Figuren schlechter von der Detailtreue und so ähnliches waren, es gab auch schon früher, also gerade bei Geschäften, wo hier die eine Plastikfigur steht, da die andere PVC-Figur, damals gab es auch schon Sesamstraßenfiguren und die in den Anfang 80ern oder in den 70ern, diese Figuren sahen teilweise auch schon sehr schön und sehr gut und sehr passend aus. Ja. Mhm. Und zum Glück gibt es immer mal wieder auch von was, wo man jetzt drauf wartet, schöne Figuren. Also ich habe einen Super Grobi als Kunstharz-Statue und auch als Super Grobi Plüschfigur. Gibt es auch zwischendrin. Cool. Und komisch, dass es heutzutage oft so misslungene Figuren noch gibt, wo man manchmal doch denkt, ein Computerprogramm kann sowas doch so 3D modellieren und dann muss das dieses du Ding. Aber auch modellieren können, das ist wahrscheinlich das Problem. Aber man kennt zum Beispiel die Simpsons-Figuren, die haben Augen, die treffen sich, also ein Auge neben dem anderen. Und dann gibt es Simpson-Plüschfiguren, da sind die Augen auseinander. Das sieht aus, als wäre das dann aus dem Teich neben dem Mr. Burns da sonst wie. Seine dreieugigen. Ja, genau. Das ja. Ja. Ja, da gibt es schon Unterschiede. Selbst, also, um nochmal kurz zu Disney zu gehen, selbst bei denen, also da gibt es. Lass uns nochmal zu Disney gehen. Ja. Da gibt es qualitativ schon Unterschiede. Ja. Also auch bei den Plüschfiguren zum Beispiel, die da in Parks haben, da gibt es echt schöne. Gibt es welche, da denkst du so. Das Tier von Die Schöne des Biest gibt es. Tier? Relativ, Tier? Nicht das Biest. Tier, das Biest. Da gibt es eine Figur, die sieht fast aus wie ein Alf. Biest von Die Schöne und das Tier. Also, das sah nicht so getroffen. Die Schöne und der Elch. Das Tier ist doch von Muppets. Stimmt, ja.
Ja, aber dann ist die Janice aus Muppets dann die Schöne. Vielleicht hast du das Tier gesehen und hast gedacht, das sieht auch komisch aus, das Biest. Das sieht gar nicht aus wie das Biest, das Tier. Das kann natürlich sein. Und Pink war das Biest auch nicht. Was ich die ganze Zeit vorhabe, wenn es eine Gelegenheit gibt zu erwähnen, aber diese Gelegenheit gab es nicht und ehe der Podcast rum ist, will ich es jetzt sagen. Es gibt ein Merchandise-Artikel, der ist mir einfach... Der Podcast ist rum. Mal erzählen. Ich darf doch erzählen. Manchmal ist einfach was nur, was einem in Erinnerung bleibt, auch wenn man es sich nicht gekauft hat und auch nicht unbedingt braucht, aber es gibt immer, was weiß ich, nicht nur bei den Blümchen und bei Superhelden, jede Folge hat Action. Blümchen? Jede Folge hat was. Also der Benjamin Blümchen ist nicht. Also Benjamin Blümchen. Benjamin Blümchen ist nicht. Benjamin einfach Blümchen und andere Actionhelden. Der Wolverine. Um nur einen zu nennen. Otto, komm, wir gehen in den Park. Lass uns da richtig Action haben. Also es ist so, in jeder Episode, egal ob du Batman, Wolverine oder Benjamin Blümchen nimmst, um mal nur drei wichtige Superhelden zu nennen, es ist nie so, dass die ganze Episode die ist, dass der Benjamin Blümchen sagt, so, heute passiert nichts, wir bleiben in unserem Käfiggehege und chillen einfach mal. Nein, es passiert immer was. Und auch bei Wolverine und auch bei Batman. Und selbst wenn der Wolverine sagt, du, ich ziehe mich mal zurück. Ich erinnere an die legendäre Episode der Sitzstreik. Der Sitzstreik. Das habe ich gehört. Das ist das einzige Hörspiel von. Ja, so spannend war es auch. Das Hörspiel von Wolverine? Ja. Von Benjamin Blümchen. Und da ist es ja so, selbst wenn die Folge heißt Benjamin Blümchen im Urlaub passiert auch was. Und wenn, selbst wenn der Wolverine sagt, du, ich ziehe mich zurück, ich mache bei euch nicht mehr mit, ich will, ich gehe in die Berge, dann passiert ihm in den Bergen auch ein Abenteuer. Mhm. Aber da trifft er nämlich Benjamin Blümchen. Da trifft er Benjamin Blümchen, so Stoßzähnen. Es macht Katsching, die Klingen kommen raus. Und Spoiler, mehr will ich jetzt hier an dieser Stelle nicht verraten. Aber das legendärste Crossover überhaupt. Dann heißt es Stoßzähne gegen Klingen. Ja. Das Duell. Und es gibt ein Poster, als ich im Comicladen angefangen habe zu arbeiten. Von diesem Duell. Und dieses Poster ist Millionen wert. Es ist von Benjamin Blümchen selbst unterschrieben. Signiert. Und da gab es in der Postervielfalt in einem Comicladen auch ein Motiv. Da hat der Wolverine einfach nur auf dem Liegestuhl gelegen und nichts gemacht, außer gechillt. Ah, das stimmt, ich erinnere mich. Und das habe ich danach nie wieder gesehen. Und das Poster ist deshalb mir in Erinnerung geblieben, weil da mal keine Kampfszene, keine Actionszene war. Mhm. War lustig, ja. 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 Ja, bei Benjamin Blümchen ist es wahrscheinlich umgekehrt. Da brauchst du dann ein Poster, wo da mal Action drauf ist. Ja. Kampfszenen und so. Ja, wo ein Benjamin Blümchen als Briefträger, wo man einen Brief so richtig aggressiv in den Briefkasten wirft. Ist dann aber erst ab 16. Dass eine Ecke vom Brief angeknickt wird. Ja. Aha. Obwohl es vielleicht ein wichtiges Dokument ist. Ja. Und das ist dem Benjamin Blümchen egal. Das ist ihm egal. Ja. Wenn es dann noch das falsche Haus trifft. Ja. Oder der falschen Person. Ja. Und während der Benjamin Blümchen das tut, stellt er sich vor, dass er bekannt ist unter dem Begriff Benji Blüm. Und da ist der Direktor tierlieb gar nicht begeistert. Nee. Ist gar nicht mehr so tierlieb. Dann er schimpft ihn. Holt er die Flinte raus. Aber vorher macht der Benjamin Blümchen mit seinem riesen Elefantenfuß platt. So, diesen Comic gibt es dann demnächst exklusiv. Ja. In der Reihe legendäre Actionhelden. Legendäre Action. Ja, gibt es. Ja. Ich habe ja schon mal einen Crossover zwischen Benjamin Blümchen und einem anderen wichtigen Charakter gezeichnet. Ja. Ich habe Benjamin Blümchen mit Helm auf, mit gelbem Helm und noch anderen Accessoires mit dem Spruch. Ich weiß gar nicht mehr, was er gesagt hat. Mit dem Spruch, ich weiß gar nicht mehr, was ich... Ja, verstehst du? Ja, klar. Und deshalb hat er auch einen gelben Helm auf. So, an dieser Stelle, liebe Zuhörer, nicht in die Kommentare schreiben, sondern im Internet suchen. Sucht dieses Bild und wer es findet, der postet es in den Kommentaren. Oh. Aha. Das forderst aber die Zuhörer, mein lieber Mann. Ist aber ganz schön jetzt heiß. Ah ja, klar. Guck doch mal zu dieser späten Stunde. Ja. So, das war der Wink mit dem Zaunsfall. Dong. Ja, haben wir denn noch irgendein Themengebiet vergessen? Eigentlich Bettwäsche. Ja. Bettwäsche. Ich habe ja vorhin of fast. Of course. Yes, of course. We have. Oder Schuhe. Haben wir auch noch nicht gesagt. Schuhe.
Kathi, das wäre dein Stichwort gewesen. Ja, das würde Kathi nochmal ein bisschen die ins Boot holen. Gut, so allerdings. Bettwäsche und Schuhe. Ich muss jetzt wirklich, also ja. Unterwäsche hat nein, du hast gesagt. Recht, genau. Die Unterwäsche nicht haben mit wir Schuhen abgehandelt. Ins Bett gehen. Ja. Aber mit Unterwäsche dürfen wir ins Bett. So. Also. Mit Schuhen ins Bett, was? Nein, mit Unterwäsche. Also. Ist jetzt auch egal. Also auf jeden Fall habe ich eben noch gedacht, ja. Dass ich eigentlich zu dem Thema Schuhe jetzt gar nichts erwähnen könnte, weil mir nur immer dazu einfällt, dass ich mir mal diese Hello Kitty Schuhe unbedingt gewünscht habe, die so, die richtig cool aussahen, aber sowas von saumäßig unbequem, dass man die wirklich keine 10 Minuten anziehen konnte, weil sie hinten so einen Bund hatten, der extrem eingeschnitten hat in die Füße. Und dann ist mir jetzt aber eingefallen, dass es ja aber eigentlich aktuell in den letzten Jahren eben durch die große Marke Vans ja wieder diese ganzen Disney-Collections und so weiter gibt, wo es jetzt wieder echt schöne Sachen, also die letzte Zeit gab und da habe ich mir natürlich das ein oder andere zugelegt, also zum Beispiel Alice im Wunderland Motiv das und das ist Schuhe. Wirklich echt cool, dann habe ich mir ein Dschungelbuch Motiv geholt und habe mir auch aus der aktuellen Snoopy und Peanuts Collection habe ich mir auch ein paar Schuhe gekauft, die das sehr coole Merkmal haben, dass sie ein bisschen aussehen, als wäre die Hundehütte vom Snoopy integriert. Mhm. Das sieht cool aus. Ja. Aber Superhelden Chuck. Also deshalb muss man ja, auch ja, es gab genau Converse hat zum Beispiel auch ja diese Kollektion gehabt, wo es auch eben unter anderem von Batman, von Superman und Simpsons unter anderem, also auch einiges gab. Und ich wollte mir damals auch immer unbedingt diese Superman Converse holen, habe es aber irgendwie dann nie hinbekommen und ärgere mich heute noch, weil jetzt es die mittlerweile nicht mehr gibt und die waren echt schön. Ja. Ich gehe jetzt noch ein bisschen weinen. Ja, aber Schuhe war ein gutes Stichwort, doch, ja. Ja, also man muss wirklich sagen, die Vielfalt ist nahezu unendlich. Ja. Das ist ja auch das Schöne. Die Comic-Bettwäsche. Ja. Also, ja, selbstverständlich. Ich glaube, was auch jeder hat, der gar keine Comics sammelt, liest, man hat schnell mal eine Snoopy-Bettwäsche oder sowas. Habe ich schnell auch. Mal. Schnell mal. Du. Ehe man sich's versieht. Schwupps, ist auch einmal da. Schwupps. Na, ja. Ich habe Hello Kitty-Bettwäsche. Wir haben auch Big Bang Theory. Mickey Mouse. Ja, stimmt. Jetzt. Ja, das Garfield. Ist eher Schlümpfe. Popkultur. Ich habe eine tolle Garfield-Bettwäsche. Ja, die ist auch schon richtig alt und die ist frotti und ganz viele schütteln da angewidert den Kopf, aber ich finde die toll. Also sie sieht nicht alt und angewidert aus, die Bettwäsche, sondern. Nein, aber ganz viele finden das furchtbar, die Vorstellung, dass ich in Frotti schlafe. Und ich finde das super. Schreibt mal in die Kommentare. Schreibt bitte in die Kommentare, wie pervers ihr es findet. Oder wie toll. Oder wie toll, ja. Oder vielleicht gibt's ja. Vielleicht bist du ja nicht allein. Ja, bitte sag mir, dass ich nicht alleine bin. Ja. Vielleicht bekommst du jetzt viele Follower, also auf Neudeutsch Stalker. Frotte-Follower. Frotte-Follower. Frotte-Freunde Frankfurt. Das klingt cool. Und zack, der nächste Treff. Yes. Naja. Die nächste Podcast-Folge dreht sich übrigens um Frotte. Frotte. Ein wunderbares Material. Ja. Okay. Was hat denn die Frotte? Folge 72. Es gibt nicht nur Serviettentechnik, es gibt auch Frotte-Technik in der Kunst. In der Esoterik-Kunst. Uh-huh. Jetzt wird's verrückt. Ja. Crazy. Ja. Ja, und natürlich immer mehr Lebensmittel. Ach, das habe ich hingestellt vorhin. Genau. Natürlich genau. Auch, wollte Aufdrucke eigentlich gar nichts davon essen. Von Superhelden oder auch Getränkeflaschen und so weiter. Also yes. Es wird immer mehr irgendwie in letzter Zeit gefühlt. Ja. Ja. Gab es natürlich immer schon, aber vor einigen Jahren, war es schon Jahre her oder so lange ist es, glaube ich, noch gar nicht hier. Gestern war es. Gab es von Capri-Son auch diese Superheldenbox. Da waren dann auch. Das weiß ich gar nicht. Da gab es dann auch die ganzen Mitglieder der Justice League. Küchenrollen bedruckt mit Comic-Motiven, auch schön. Ja. Genau. Aber wenn jetzt Ariel auf die Verpackung nur Snoopy druckt, das gibt es ja auch immer wieder. Und, Ariel?
Zum Beispiel Ariel auf Ariel. Das gab es noch nicht. Das sollte es aber geben. Ja. Der nächste Podcast handelt von Dingen, die es noch nicht gibt, aber die es geben sollte. Wir stellen sie ausführlich vor. Oh Gott. Und erzählen die Vor- und Nachteile auch. Genau. Und die potenziellen Sammlerpreise, wir sagen, die es noch gar nicht gibt. Bis zum nächsten Mal haben wir einen Katalog erstellt mit den Preisen. Was die Verpackung, Bedruckung angeht von sowas wie ganz normal Joghurt, wo oben auf dem Deckel halt das Nubi drauf gedrückt ist oder die Biene gedruckt ist oder die Biene Maya oder sonst was. Auch manchmal gedrückt einfach. Auch wenn ihr ein Blümchen oben in den Joghurtdeckel reindrückt, das ist also asozial ist das. Nein, Benjamin Blümchen ist nicht asozial. Aber was halt die Verpackungsgestaltung angeht und die Verarbeitung von Superhelden ist halt immer, ja, 3D-iger geworden. Immer, dass die Verpackung mehr zum Produkt wird. Mhm. Ja, so diese kleinen Sammeldöschen, ja genau. Das gab es mit Disney schon, jetzt gibt es es auch mit den Justice League Superhelden hier. Diese Choco Crunch Box. Ja. Kann man. So, klingt das. Ich dachte, es hätte vorhin schon genug gelernt. Du kannst ja noch mal eins essen, wenn du möchtest. So. Damit wir das auch noch mal hören. Noch mal das Geschmackserlebnis hören. So. Superman Choco Crunch. Ja. Ein Erlebnis. Mhm. Auf der Verpackung. Du fühlst dich gleich super. Ja klar, und auf das, guck mal hier. Für mich ist auf der Vorderseite groß, reliefartig aufs Metall eingeprägt, der Superman. Und an der Seite, zwar nicht geprägt, aber trotzdem. Trotzdem da. Trotzdem da, der Green Lantern. Das hat dich sehr geprägt, oder? Das hat mich sehr eingeprägt. So. So. Ja, damit haben wir, glaube ich, mal einen ganz groben Überriss, ich meine Umriss. Einriss. Wie sagt man? Abriss. Abriss. Riss. Verriss. Verriss. Über die Möglichkeiten der Raphile. Man könnte natürlich auf so vieles noch mehr eingehen. Vielleicht tut man das an der einen oder anderen Stelle auch noch. Unser Wunsch für die Zukunft, mehr Crossover-Merchandise. Mhm. Also nicht nur Green Lantern und Superman auf der einen Dose, sondern was weiß ich, Green Lantern und also Looney Tunes gibt es ja schon Crossover mit DC-Superhelden. Dann macht man halt Benjamin Blümchen mit Wolverine, ist auch schon mal Marzipan. Figur. Benjamin Blümchen und Wolverine gab es als Figur. Das habe ich voll verpasst. Oder ist meine Sammlung so umfangreich, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich alles habe. Die Looney Tunes als Superhelden. Ja, das gab schon. Siehst du? Das sowohl war damals echt ein Highlight, da dachte ich auch. Ja. Also jetzt noch Buster Bunny als Robin und das wäre es gewesen. Haben wir noch irgendeinen Merchandise-Bereich vergessen? Also ich meine, filigran Details natürlich auf jeden Fall und Unterkategorien, aber Brettspiele haben wir auch irgendwo erwähnt, Computerspiele. Pandora. Zum Überbegriff Spiele. Schmuck, ja. Ach, Schmuck. Es gibt ja Pandoras Box, gibt es ja heute auch mit Comic-Bedruckung. Diese Pandora-Box ist ja heute außen auch bedruckt mit Comic-Motiven. Nee, weil wir kamen gerade drauf, weil wir ja heute auch ein bisschen Disney-lastig waren und da gibt es jetzt auch irgendwie diese Pandora-Anhänger, gibt es ja auch mit Disney-Motiven mittlerweile. Mhm. Und ich habe zum Beispiel eine sehr coole Superman-Halskette. Weihnachtsornamente haben wir auch, ja. Ja. Ich habe eine sehr coole Superman-Halskette. Eben. Ich habe doch gerade gesagt, Schmuck, da reden wir jetzt schon seit 2 Minuten drüber. Ja, aber mir fällt jetzt Schmuck. Dass ich Schmuck. Ja auch Schmuck habe. Gibt's auch. Ja. Schmuck gibt's auch. Ja. Schmuck gibt's auch. Schmuck und Schmuck. Ja. Erzähl weiter, Kati. Natürlich gibt es dann auch nee, ich war schon entsprechend fertig. Der Thematik passend, zum Beispiel bei Green Lantern einen Ring oder so, ne? Ja. Und so weiter und so fort. Gibt's. Ein Ring, sie zu knechten. Auch das, ja. Auch das. Auch da gibt es Merchandise. Aber das gibt es auch wiederum als Kette sehr gut. Mhm. Ja. Eine Kette, ja. Sie zu knechten. Ja. Ja, also wie gesagt, es gibt halt einfach viel zu viel eigentlich mittlerweile. Wer Komplettsammler ist, hat es immer schwieriger, aber das sind wir ja zum Glück nicht. Das sowieso. Ich glaube, man hat heutzutage wirklich eigentlich die Möglichkeit, sich da von allem irgendwie so das Schönste rauszusuchen. Genau. Und so ist es. Ja. Das ist schön. Das ist ein schönes Schlusswort. Aus Erfahrung sage ich, das ist viel besser als früher, wo es nur eine Figur gab und die hat man gekauft, wenn man eine Figur haben möchte und man hat sie nicht gekauft, wenn man keine Figur braucht. Aber ob die schön war oder nicht, das war
Es gab keine Auswahl. Ja, und da dagegen haben wir jetzt ja die, die größte Auswahl, die es noch gibt. Ja. Dagegen kann man jetzt was tun. Da kann man quasi eine Selbsthilfegruppe gründen. Ja. Wie laut, wie heißt die? Figurenfreunde Frankfurt. Die anonymen Figuriker. Das, das ist doch die große Messe, Figurica. Figurica Frankfurt, ja. Uns wird mal. Figurica. Karikatura, nee, was? Also in Spanien werden ja in den Fincas oft Figuricas. Kommst du jetzt auf Spanien? Finkenfiguren. Finkenfiguren. Bevor es jetzt zu sehr abdriftet, würde ich sagen, wir füllen uns jetzt gleich jetzt in unsere Comic-Bettwäsche und dann... Wir beenden das an dieser Stelle. Ja. Genau. Wir ziehen uns jetzt unseren Garfield-Schlafanzug an. Genau, und, wir machen jetzt noch Fotos von Kattis Unterwäsche. Jetzt, und wo dann, es interessant wird. Und dann geht's ab in die Haie. Genau. Mhm. Und ihr, je nachdem, wann ihr das hört... auch. Wenn ihr gerade im Auto sitzt, nicht sofort nicht. Einschlafen. Bitte nicht ja. sofort einschlafen, keinen Sekundenschlaf. Ja, wie gesagt, das war heute etwas durcheinander, aber wir wollten einfach mal so die, die persönliche Sichtweise und das persönliche Sammel, die persönlichen Sammelgebiete und Leidenschaften. Deswegen dürft ihr ja was über Bauer darstellen. Da. Genau. Ja. Ich habe noch gar nichts über Goofy gesagt. Ein bisschen. Ein bisschen. Ja. Naja, er wurde schon hier und da erwähnt. Er wurde schon erwähnt, ja. Ich versuche ja auch eine große Goofy-Sammlung aufzubauen. Was ist dein schönstes Merchandise von Goofy? Was ist mein schönstes Merchandise? Tollste. Muss ja nicht schön sein. Also, wenn ich es wenn so sagen müsste, ist es wahrscheinlich der eine von den Jim Shore Traditions-Figuren. Und zwar ist es der, der ganz klassische Goofy, der damals noch Tippy Dog hieß, gegenübergesetzt zu dem modernen, aktuellen. Ach so, okay. Ja. Ja, so praktisch als, so als Spiegelbild. Ja. Das ist eine schöne Idee, ja. Das finde ich auch gut. Das finden wir alle gut. Ja, gedanklich bin ich jetzt bei vielleicht meinen Themen, wo ich mir sowas auch wünschen würde. Eben. Themaabend. Themaabend. Gut. Bone, also die, in der klassischen Darstellung gegenüber dem gegenüber dem anderen was auch immer. Ja. Genau. Nee, es ist einfach so, dass er sich gerne im Spiegel anschauen und Bone sehen würde. Oder so. Ich. Ich? Ich? Du bist ein ganz schöner Knochen. Sonst. Ja. Ja. Gut. Damit, ja, das nächste Mal, wenn wir uns hören, sind wir, glaube ich, in Erlangen. Wahrscheinlich. Ja. Hey. Da wird mal die Stimmt, Amy nicht ist dabei ist ja schon sein. Soweit. Ja. Ach, nehmt doch die Amy einfach mit nach Erlangen. Gut. Die kann auch mal was anderes sehen. Ja. Genau, dann werden wir uns da in größerer Runde wahrscheinlich einfach mal mit den anderen Herrschaften zusammensetzen. Und den Darmstadt. Auch mit anderen Podcastern. Ja. Podcasten ist ja, das ist so ein schönes Stichwort. Podcast. Podcasten. Das kennst schönste du? Stichwort des Abends ist der Podcast. Kenne ich gar nicht. Ein Podcasten, bitte. Nee, mehr Mädels müssen über Comics podcasten, bitte. Das ist mein Aufruf heute. An wen? An die Mädels. An die Mädels. Ja. Na, die Kardigan. Einer hat mir ja heute schon wieder mit dabei. Ja, sie hat es schon umgesetzt. Genau. Sie hat ihre Hausaufgaben schon erledigt. Sie hat sich zumindest dazugesetzt und hat ein bisschen miterzählt. Hat so viel getan, als hätte sie Ahnung von irgendwas. Nein, aber gerade so die weibliche Note, die können wir jetzt nicht so unbedingt einbringen mit Schuhen und mit Nagellack. Und, so. Und Barbies. Stell mal vor, irgendein Pott. Barbies haben wir gar nicht erwähnt. Ja, das wollte ich aber extra nicht erwähnen. Mein Gott, das habe ich doch gemacht. Tut mir leid. Aber ist auch ein Schuss. Polly Pocket. Aber sowohl Lego mit, mit Fremdlizenzen als auch Barbie und Polly Pocket. Ja. Da geht's noch weiter. Ja, mein Gott, aber das führt ja auch zu weit. Ne?
Führt ja zu nichts. Das führt zu weit. Wir sind hier schon in der Stadt am Rande des Universums. Wenn es dann noch zu weit führt, dann müssen wir vorsichtig sein. Dann, sind wir dann fallen wir hinten raus. Runter. Dann kann uns nur noch die Amy retten, ja. Aber die ist schon längst eingeschlafen mit dem, was den wir hier. Die wird sich denken, ach, du bist nur. Wieder wach. Hallo. Lass die na. Nur. Lass die denkt nur den sich, Schritt mein Gott, hoffentlich sind sie gleich fertig. Ja. Ich kann ja gar nicht schlafen, weil ich der Papi. Gut. Ja. Damit sagen wir einfach mal gute Nacht. Adieu und gute Nacht. Gehabt euch wohl. Sagt mal was Neutraleres, weil die Leute hören es ja nicht unbedingt. Ja, ich weiß, das haben wir eben gesagt. Ja, also dann genießt den Sonnenschein. Genießt den genau. Wenn es jetzt regnet, wenn der das hört. Oder die oder wer auch immer. Wer hört? Schreibt in die Kommentare. Genießt euer Leben. Wer hört hier sammelt noch? Fleißig Merchandise, alles, was euch gefällt. Genau. Und schreibt uns einfach mal in die Kommentare, was so euer Lieblings-Merchandise ist. Ja, eben. Und, genau. Und schreibt mal in die Kommentare zum Beispiel, an welches Merchandise von früher, weil wir ja jetzt so ein paar Stichworte genannt haben und so Kindheitserinnerungen, was da bei euch vielleicht so in den Sinn kam. Genau. Das wertvollste Nostalgische. Was ist euch eingefallen, wo ihr gedacht habt, das hätten sie ja ruhig mal erwähnen können? Genau. Fehlt ja noch. Ja. Na, schreibt's rein. Die Blödis. Und wenn wir nett sind, erwähnen wir das dann auch in einer der nächsten Episoden. Dann gibt's nämlich Merchandise Teil 2. So. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Mit dem Merchandise der Zuhörer. Ne? Genau. Genau. TV-Sein Merchandise. Ja. Jo. Genau. Das ist eigentlich eine schöne Idee. Mal gucken, ob jemand mitmacht. Ja. Ja. Sind wir mal gespannt. Also, bis dahin. Bis dahin. Macht's gut. Die Comic-Cookies sind eine Produktion der Comic-Community. Hier im Blog gibt es alle möglichen Informationen und alle Links zum Podcast. Natürlich könnt ihr uns auch bewerten bei iTunes oder bei podcast.de. Zudem gibt es unsere Episoden bei YouTube. Zudem findet ihr uns auf Facebook und auf Twitter. Kommentiert im Blog unter der jeweiligen Episode oder schickt uns Nachrichten über das Kontaktformular. Vielen Dank. La la, la 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 la. Sehr schön. Das habe ich jetzt drauf, aber gut. Hast du schon aufgenommen? Nee, natürlich. Ah, gut, dann verwenden wir das. Jetzt wirst du bekannt für deine passende. Aber ja, das, schön, dass das. Aber das, ins hat er sich geht. Aber auch gewünscht, dass er mal das Intro singen darf. Ja. Das, ja. Du darfst gerne das Intro singen. Er redet schon seit Monaten von nichts anderem mehr. La 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 la. Ah ja, ein bisschen holpriger Start, aber kriegen wir hin. Können wir nochmal anfangen, wir haben jetzt geübt. Wir fangen jetzt einfach so lang an, bis eine ganze Folge draußen entstanden ist. Dann wenn du ich dann zusammenschneidest, dann kannst du dann die kürzeste Episode. Die verschiedenen 71, die du gesagt hast, heute ist Episode 71, das schneidest du hinten dran von dem vorherigen Mal, wo du das Wort gesagt hast. 71, das samplest du so. 71. Bring ich dich auf Ideen. Was ist denn das für eine neue Outro-Musik? Mir ist nicht mehr eingefallen, wie die Melodie war. Ich spiele sie jetzt auch nicht an. Also, dann schon, aber. Dann schon, aber jetzt.